So, also jetzt sind wir online. Bevor wir offiziell mit der Begrüßung starten, möchte ich erstmal einen obligatorischen Soundcheck machen. Der Rudolf, der ist auch schon auf der anderen Leitung. Also erstmal möchte ich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euch bitten, einmal kurz in den Chat zu schreiben, ob ich gut zu sehen und gut zu hören bin. Warte jetzt nochmal 2, 3 Sekunden ab, bis die ersten Meldungen, die ersten Chatnachrichten kommen. Ja, jetzt rieseln auch die ersten rein. Ja, super, alles klar, bist gut zu hören, gut zu sehen, alles super, alles bestens. Ja, perfekt. Dann bitte ich auch nochmal Rudolf, einmal Hallo, kurz zu Wort zu hallo. melden. Könnt ihr mich hören? Kannst du mich hören? Also ich höre dich perfekt, Rudolf. Ja, ich kriege auch alles mit, ja. Gut, dann möchte ich auch kurz die Zuhörerinnen und Zuhörer mal bitten, kurz in den Chat zu schreiben, ob auch der Rudolf genauso gut wie ich zu sehen und zu hören bin. Ja, Eins, hier. zwei, drei. Genau, hier kommen schon die ersten Meldungen rein. Auch der Rudolf ist perfekt zu sehen und zu hören. Alles super. Ja, wir können starten. Genau, ja, super, perfekt. Also, dann kommen wir zum Start. Heute ein Webinar zu dem Thema die Mitochondrientherapie über die Regeneration der Zellen zur Heilung. Ein ganz spannendes Thema, auch relativ unbekannt, aber dafür habe ich mir einen zumindest im Netz bekannten Mediziner herangeholt, speziell für dieses Webinar. Das ist Dr. Rudolf Bolzius, der im Internet als der Mitochondrien-Doktor bekannt ist. Und ich würde einfach mal bitten, dass Rudolf sich einmal selber vorstellt, weil du kannst es viel, viel besser als ich. Also lieber Rudolf. Ja. Also lieber Norman, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich mache das wirklich gerne. Und das stimmt, ich bin im Internet als Mitochondrien-Doktor in Anführungsstrichen unterwegs. Das hat auch einen Hintergrund, aber von Hause aus bin ich auch wirklicher Arzt. Also das vorweg. Ich bin 1959 geboren, also jetzt 56 Jahre. Jung, so fühle ich mich zumindest. Ich komme aus einer Arztfamilie. Mönchengladbach, Köln, Mönchengladbach, also Rheinlandregion, und hat eigentlich so diese Medizin, die Hausarztmedizin, von der Pike auf mitbekommen. Schon als kleines Kind bin ich mit meinem Vater zu Hausbesuchen gegangen und fand das alles sehr spannend. Und ja, irgendwie, ich habe mich auch gar nicht groß gefragt, willst du was anderes machen als Arzt werden? Das war irgendwie wahrscheinlich in meinen Genen drin. Und das hat auch damit zu tun, naja, es wurde auch gern gesehen, dass ich dann in der dritten Generation, mein Großvater war nämlich doch auch schon Hausarzt, also einer sollte das dann übernehmen. Mein älterer Bruder, der hat eher gesagt, nee, ist nichts für mich, der ist Jurist geworden, und dann war der Fokus auf mich. Und ja, ich will nicht sagen, ich wurde dann auserkoren, aber es gab schon auch eine Geschichte, dass ich als kleiner Junge eigentlich Bauer werden wollte. Und Bauer als Synonym für Biologie und Natur, das hat mich immer fasziniert. Gut, kurze Rede, langer Sinn. Ich bin dann, also nach Abitur bin ich ja, Bundeswehr, und dann bin ich Medizinstudent geworden, habe jetzt Medizin gemacht und habe mich nie gefragt, willst du was anderes machen als Hausarzt in die Praxis meines Vaters gehen? Das war für mich einfach in Fleisch und Blut. Ja, das habe ich dann gemacht, Studium, dann natürlich die Ausbildung im Krankenhaus nochmal 6 Jahre. Also unser Studium ist, und dieser ganze Werdegang ist ja unfassbar lange. Das sind ja 6 Jahre Studium mindestens, 6 Jahre Ausbildung, 12 Jahre. Das ist wahnsinnig lange. Nichtsdestotrotz, dann war ich so, glaube ich, Mitte 35, dann bin ich dann wirklich in die Hausarztpraxis gegangen. Und das war zuerst wirklich sehr schön. Es war eigentlich schon da. Von Anfang an, der Übergang vom Krankenhaus in die Praxis war für mich ein Schock. Ich sage es auch warum. Weil im Krankenhaus hast du eine Hierarchie, hast du Oberarzt und Chefarzt, und du hast Patienten, die du eigentlich schnell loswerden willst wieder. Ja, das gibt, mittlerweile sind die Liegezeiten ja noch kürzer geworden. Und du behandelst die, du versorgst die und dann ab nach Hause, hauptsächlich zum Hausarzt.
wenn du selber Hausarzt bist, ist es genau umgekehrt. Die sind mal weg, die Patienten, aber eigentlich bist du extrem verantwortlich für die ihr Leben lang. Entweder, und die verlassen dich entweder durch Umzug oder dadurch, dass sie irgendwann mal vielleicht sterben. Darauf war ich eigentlich nicht vorbereitet. Ja, so. Und ich habe dann mit meinen Werkzeugen, die ich gelernt habe, versucht, diese Medizin zu machen. Und im Laufe der Jahre meiner Tätigkeit, ich war wirklich sehr erfolgreich, war ich aber inhaltlich ein bisschen frustriert, weil eigentlich habe ich die Patienten nie richtig, sagen wir mal, gesund bekommen. Ja, es ging darum, Krankheiten zu behandeln, aber Werkzeuge, wie schaffe ich es denn, also sowas Banales wie chronische Darmprobleme, na, das klingt banal, aber viele haben wirklich ein chronisches Darmproblem und wir haben die Möglichkeit, Ultraschall zu machen, wir haben die Möglichkeit, in den Darm reinzugucken und mal auch Stuhluntersuchungen, ob das Salmonellen und sonstiges ist. Vom Darm hatte ich keine Ahnung. So. Alles okay? Ja. Da war gerade etwas. Und ich hatte so ein gewisses Frustrationserlebnis oder Gefühl, dass das mich nicht ausgefüllt hat. So, und dann war das aber für mich immer, wenn ich frustriert bin, eine Motivation, weiterzugucken. Und habe dann mich in Naturheilverfahren umgeschaut, habe viel gelernt, habe Seminare besucht, bin zur chinesischen Medizin nach China gefahren und habe das langsam in die Praxis umgesetzt. Also bestimmte Verfahren, Naturheilverfahren habe ich in die Praxis umgesetzt. Und dann war auch eine gewisse Erleichterung da, weil ich konnte Patienten schon ein bisschen besser behandeln, aber ich hatte keinen geistigen Überbau. Und ja, dann war auch 2004, ich war unfassbar erschöpft, ich war sehr erfolgreich, mich hat mein eigener Erfolg sozusagen völlig überrannt. Und 2004 habe ich eigentlich die Chance gehabt, in ein Zentrum zu gehen, habe sehr viel investiert, habe mir was versprochen, was nicht eingetreten ist. Ich bin da wirklich zwischen die Mühlen geraten. Das war ein Katastrophenjahr für mich. Eigentlich das schlimmste Jahr meines Lebens. Aber genau in dem Jahr hatte ich auch ein Schlüsselerlebnis. Und zwar, ich hatte ein Buch in der Hand, was ich bis heute nicht weiß, wie das in mein Leben gekommen ist. Es gibt ja so Dinge. Und das Buch heißt Die stille Revolution der Krebs- und AIDS-Medizin von Dr. Krämer. Und mein Inneres sagte mir, oh, das ist interessant. Ja? Und in dem Buch wird eigentlich, das ist sehr kompliziert zu lesen, mittlerweile gibt es schönere und einfache Bücher für jemanden, der sich damit beschäftigen will. Es geht um die biologische Erklärung, wie ticken wir, wie funktioniert unsere Körperzelle und der Mittelpunkt in diesem Buch sind die Mitochondrien. So, und das war für mich die Geburtsstunde eigentlich meiner zweiten Karriere. Ich habe mich dann da auf den Weg gemacht, habe das eigentlich von der Pike auf nochmal richtig, ich will nicht sagen studiert, das ist kein Studiengang, aber ich habe es wirklich so gelernt in Seminaren und es gibt ein Netzwerk von Ärzten und Heilpraktikern hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Wir kennen uns sehr gut und wir tauschen uns sehr aus. Und das hat mir sozusagen meinen Weg in einen geistigen Überbau, aber auch in eine andere Medizin erst ermöglicht. Ja, sehr, sehr interessant, dein Werdegang. Ja. Und denke ich, im Vergleich zu den noch praktizierenden klassischen Medizinern ganz anderen Hintergrund, den du mitbringst, also wirklich mit dem Ziel, die Menschen zur Heilung zu führen und und nicht so wie die Industrie oder ähnliches das Ganze praktiziert. Das ist total frustrierend eigentlich. Ich habe wirklich großes Verständnis. Beschrieben werden, ja, den Erfahrungen, die du gemacht hast. Also ich denke mal, es gibt halt unterschiedliche Typ Menschen und diejenigen, die wirklich die Macher sind, die gehen halt eben ihren Weg und die wirklich ihre Leidenschaft erkennen und ihre Visionen haben, die gehen ihren eigenen Weg und nicht den Weg, der einem eben vorgegeben wird. Und das ist nämlich der große Unterschied. Und du hast das schon sehr, sehr früh erkannt.
Und das ist natürlich vom großen Vorteil. Viele erkennen das erst viel, viel später oder gar nicht, ja. Ja, ob früh oder spät, ich bin wahnsinnig froh, dass ich für mich etwas gefunden habe, wo mein Herz auch mitschwingt. Also ich habe das wirklich gern gemacht. Und diese biologische Medizin, diese Mitochondrienmedizin, ist für mich sozusagen auch eine Art Befriedigung für meinen kleinen Rudolf, der ja Bauer werden wollte. Und Bauer steht synonym für wachsen und gedeihen, die Natur verstehen, in der Natur sein. Das ist wirklich so, also ich war nicht der klassische Pillenverschreiber. Ja. Ne? Sieht ja häufig so aus. Und mittlerweile sind die Zwänge für Ärzte relativ brutal. Die müssen ja bestimmte Behandlungsschemen erfüllen. Ja? Disease Management Programme, so heißen sie. Aber da zieht sich bei mir alles zusammen, weil wir haben eine Intuition. Ich finde, Arzt sein ist was anderes, als nur ein Manager zu sein. Ja, und jetzt ist es so, dass ich über diese biologische Erklärung, die wir ja gleich durchgehen, einfach was wahnsinnig Schönes für mich entdeckt habe und ich einfach jetzt nicht mehr Bauer werden brauche. Also das ist jetzt auch vorbei. Ich werde jetzt nicht mehr Bauer. Also du hast ja beschrieben, wie du auf die Mitochondrien oder die Mitochondrientherapie aufmerksam geworden bist über das Buch, das dir in die Hände gefallen ist. Ich finde das kein Zufall, weil die es gibt. Zufälle gibt es nicht. So. Da haben wir es. So, da ist das Buch. So, jetzt könnt ihr es, glaube ich, sehen. Ja. Oder so ist das. Ja. Also das ist von mir gut durcharbeitet worden. Ja, man sieht, dass du dich da sehr intensiv mit beschäftigst. Ja, ich habe auch ein zweites sauberes noch. Hast du dich, auf die Frage zurückzukommen, ausschließlich nur mit den Mitochondrien und deren Therapie beschäftigt oder gibt es noch andere alternative Heilverfahren, die du dir genauer unter die Lupe genommen hast, also außerhalb der klassischen Schulmedizin? Das habe ich. Ich habe auch schon vorher, bevor ich dann 2004 auf dieses Buch und in diese Art der Medizin reingerutscht bin, habe ich ja schon viele Verfahren gemacht. Eigenblutverfahren, Adalas, Ozontherapie, Thymustherapie, auch Darmtherapie mit Symbioselenkung. Das war so ein Begriff. Ich konnte als normaler Arzt nichts damit anfangen. Und letztendlich über einen befreundeten Heilpraktiker, der sich viel mit Darm zu tun hatte, der hat auch so Darmspülung, Kolonhydrotherapie gemacht, hatte ich eine wirklich sehr schöne Zusammenarbeit. Der hat die Patienten, was den Darm betrifft, viel besser behandelt als ich. Ja, und eigentlich hat mich das gewurmt. Und dann habe ich gesagt, was machst du denn da? Ja, das habe ich schon alles, aber wie so Mosaiksteinchen gemacht, aber ich hatte kein Gesamtbild. Ja. Insofern ist diese übergeordnete, auch das, was wir gleich erzählen, was dahinter steckt, einfach nur eine Möglichkeit des Bewusstseins, worunter dann eigentlich alle Naturheilverfahren ein Dach finden. Ja, da ist nicht nach dem Motto, ich mache Mitochondrientherapie oder ich mache Homöopathie oder ich mache Chelattherapie zur Schwermetallausleitung. Nein. Ja, es ist etwas, eher eine Beschäftigung mit einem geistigen Hintergrund, wo dann die Naturverfahren eine Heimat finden, möchte ich sagen. Insofern ist es nicht ein Entweder-Oder, ne? Entweder mache ich mir schon in Therapie, dann kann ich andere Dinge nicht machen, sondern es ist eine wirklich schöne Erklärung. Ja. Und das ist auch die Motivation für mich, sozusagen hier im Internet und jetzt Webinar und auch auf meiner Webseite, dieses Thema ins Bewusstsein zu rücken. Ja, super. Kommen wir jetzt mal direkt zum Thema, um schon mal ein bisschen tiefer hineinzusteigen. Kannst du einmal bitte erklären, gerade auch für diejenigen, die keinen medizinischen Hintergrund haben, was sind eigentlich die Mitochondrien und wo sind die in unserem Körper
überhaupt zu finden? Ja. Und natürlich, welche Aufgaben haben Sie zu erfüllen? Das vielleicht mal kurz einfach erklärt, zusammengefasst. So, also ich versuche wirklich Deutsch zu sprechen und nicht Fachchinesisch. Ja, also unser Körper besteht aus vielen Körperzellen. Das sind kleine Einheiten und jede Zelle, wir haben 60 Billionen, Billiarden, also das, ich weiß nicht, ob das jemand gezählt hat, das ist eine Unmenge an Zellen. Und in diesen Zellen sind bestimmte Bestandteile drin. Also wir wissen von den Genen. Die Gene sind umkapselt von einem Kern, das ist natürlich, also die Gene sind im Zellkern gespeichert und es sind auch andere Bestandteile in jeder Körperzelle und unter anderem auch die Mitochondrien, das sind die sogenannten Kraftwerke der Zelle. So, ja, das haben wir auch so gelernt jetzt in der klassischen Ausbildung. In jeder Zelle sind so 3 bis 5 Mitochondrien in einer schematischen Abbildung. Das gibt aber die Wirklichkeit überhaupt nicht wieder. Unsere Auffassung, woher kommen überhaupt die Mitochondrien? Und jetzt muss ich euch mit auf eine Zeitreise in die tiefe Vergangenheit der Erde führen, nämlich etwa, also die Erde gibt es etwa 4 Milliarden Jahre, Milliarden, nicht Millionen, ja, 4 Milliarden Jahre. Und dann das erste Leben war solche Einzeller, kleine, ganz kleine Einheiten, die selber auf sich gestellt waren. Und es gab noch gar kein Land, das Leben hat im Meer begonnen. Eindeutig. Und die ersten Zellen, das nennt man aus der Gruppe der Archaea, wie die Archenoa, diese Gruppe von Zellen hatte noch keinen Sauerstoff zur Verfügung. Der war einfach noch nicht da. Ja, der war noch nicht frei molekular zur Verfügung. Was hat die Zelle in Anführungsstrichen machen können? Sie hat einen Gärungsstoffwechsel initiiert und das war sozusagen der Motor für die Zelle, den Stoffwechsel ja, anzutreiben. Und sie hatte Genmaterial und in diesen Genen war eigentlich verankert Gärungsstoffwechsel und Zellteilung. Es war für die kleinen Zellen unendlich viel Platz im großen Meer. Das Einzige, was sie gemacht hat, teilen, 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 teilen. Im Prinzip sind diese Zellen unsterblich. So, dann etwa so 2, 2,5 Milliarden Jahre vorher gab es dann schon wir sind immer noch im Meer, molekularen Sauerstoff. Der wurde langsam freigesetzt und auch im Meer, also im Wasser gibt es Sauerstoff, O2, was nutzbar war. Und es gab dann eine andere Gruppe von Einzellern, die konnte diesen Sauerstoff schon ein bisschen nutzen. Und diese Gruppe nennen wir die Bakterien. Also die erste Gruppe, in der Biologie spricht man von der Domäne. Archaea, kein Sauerstoffstoffwechsel, Gruppe der Bakterien konnten, dann gab es Einzeller, die konnten schon Sauerstoff nutzen. So, also 2 unterschiedliche Programme. Sauerstoffnutzung ist letztendlich mehr Energie, Gärungsstoffwechsel ist weniger Energie. Dann kam eine Krise auf die Erde und zwar durch eine Totalvereisung. Die erste von 3 Totalvereisungen, das muss man sich vorstellen, dass die Erde wahnsinnig kalt wurde und eine Kilometer dicke Eisschicht auf der Erde war. Und damit kam das Leben dieser Zellen fast zum Erliegen. Das war eine wirkliche Überlebenskrise. Es gab Zellen, die waren auch lichtabhängig und der Sauerstoff. Also die Zellen hatten wirklich einen Überlebenskampf und Überlebensstress. Und für mich ist das so ein schönes Beispiel. Die haben sich nicht bekämpft, um zu überleben, sondern ich glaube, die Natur ist intelligent. Die hat etwas ausprobiert. Die haben nämlich eine Symbiose gemacht. Oder wir könnten sagen, ich sage immer ein Joint Venture. Die haben gesagt, ey, wir sind echt so in einer Krise. Ja, lass uns mal Dinge ausprobieren. Und ich glaube, dass die Natur immer ausprobiert und guckt und schaut, was kommt durch sozusagen. Aber nicht nur im Sinne des Kampfes, sondern auch der Intelligenz des Joint Ventures. Kurze Rede, langer Sinn. Es war wirklich eine Joint Venture. Wir nennen das Zellsymbiose. Die haben also unterschiedliche Zellarten haben gesagt, okay, wir sind nicht nur nah beieinander, sondern wir gehen mal in irgendeiner Form eine Verbindung ein. Und diese Zellsymbiose ist der Begriff für eigentlich eine Weiterentwicklung.
Was ist da passiert? Die Gärungsstoffwechselzelle ohne Sauerstoff war die aufnehmende Zelle. Also ich nehme mal hier meine rechte, linke Hand. So, da hier, das ist jetzt die Zelle. Und die sauerstoffnutzende Zelle ist hier sozusagen mit aufgenommen worden. Eine Symbiose. Die sauerstoffnutzende Zelle hat sich aber nicht verschmolzen, sondern ist in der Zelle geblieben. Und sie haben eine Kooperation verschiedener Stoffwechsel gemacht, Gärungsstoffwechsel und Sauerstoffstoffwechsel. Und dann erst hat sich der Zellkern gebildet, weil das sind, beide Zellen haben genetisches Material, die haben teilweise sozusagen das genetische Material in den Zellkern abgegeben, aber die Einzellart, die in die Zelle eingewandert ist, hat ihr Genmaterial teilweise auch noch behalten. So, das war der Beginn für eine unglaubliche Explosion des Lebens, dann die nächsten Millionen und Milliarden Jahre. Wir müssen immer über extreme Zeiträume sprechen. Ja, die Natur, also was wir in unserem Kopf haben, Zeitraum von 100 Jahren, ist für die Natur ein Wimpernschlag. Das ist nichts. Ja, das ist überhaupt nichts. Noch niemals 1000 Jahre und 10.000 und 100.000 Jahre. Das ist kurz, kurz, kurz. Das ist ein Atemzug. Ja, und diese aufgenommene Zelle, Sauerstoffnutzung, ist heutzutage das Mitochondrium. Ja, also wir können rückverfolgen in die Evolution, in die Evolutionsbiologie und sagen, warum sind Mitochondrien in unserem Körper? Ja, so. Und was machen die? Genau. Ja. Und erstmal vielen Dank für die auch für die darstellende Erklärung. Ja. Also ich habe es verstanden. Ich denke mal, der Großteil der Hörer und Hörerinnen haben es auch verstanden. Ja. Mir würde einmal genau die Aufgaben der Mitochondrien erzählen und dann natürlich den Zusammenhang mit unserem Titel eben über die Regeneration der Zellen und zur Heilung. Ich will das noch ein bisschen ausführen, wenn ich darf. Ja? Also, wir haben in unseren Zellen, in jeder unserer Zellen, also in jeder deiner Körperzelle, haben wir ein doppeltes Programm. Wir haben auch ein doppeltes Genom, nämlich das Genom von der Gärungsstoffwechselzelle und das Genom von der sauerstoffnutzenden Zelle. Und die sind nicht einfach verschmolzen, haben eine Masse gemacht und dann kommen auf einmal, ach ja, jetzt haben wir eine Mixtur aus verschiedenen Zellarten, sondern die leben noch sozusagen zwar zusammen, aber in der Funktion getrennt. Ganz wichtig. Ne? Und das humane Genomprojekt vor 10, 20 Jahren, Craig Venture, die haben ja die Gene im Zellkern des Menschen entschlüsselt. So, groß gefeiert, jetzt können wir Krankheiten behandeln. So, das Erste, was herauskam, ist, ups, der Mensch hat in dem Zellkern relativ wenig Gene. 23.000, 25.000, das ist auch mal gesunken auf 21.000, ganz egal. Ja, es gibt andere, ganz eher niedrigere Arten, Bakterien, eine Amöbe namens Chaos, die soll weit über 200.000 Gene haben. Und der Mensch als die Krönung der Schöpfung hat 25.000 Gene. Da kommen wir ja schon ins Grübeln, ob die Gentheorie so eindeutig ist. Und diese Feier, jetzt können wir Krankheiten behandeln, ja, das wurde groß publiziert. Aber es gibt eigentlich bis jetzt wenig Erfolge, was die reine Gentherapie angeht. Ich erzähle noch was über die Gene zu den Mitochondrien, weil dann wird das Verhältnis 21.000 noch deutlicher. Also, wir haben in jedem unserer Mitochondrien 37 Gene in mindestens zehnfacher Kopie. Das sind dann, sagen wir mal, 370. So. Das ist gegenüber 21.000 oder 25.000 Genen im Zellkern wenig. Jetzt muss man aber die Frage stellen, wie viel Mitochondrien haben wir denn in jeder unserer Körperzellen? Und dann wird es interessant. Wir haben mindestens 1.500 bis 5.000 Mitochondrien in einer einzigen Zelle. Das mal 370, dann sind wir auf einer Genzahl, die
deutlich höher ist als die Gene in einem Zellkern. Und das hat eine Bedeutung. Es gibt sogar Zellarten wie die Eierstockzelle, die soll angeblich über 100.000 Mitochondrien in einer Zelle haben. Das ist unfassbar. Diese Menge, wie kann das da so, wie kann das überhaupt reingepackt werden? Das ist immer eine Frage des Größenverhältnisses. So, also die Mitochondrien haben viel Gene und sie nutzen Sauerstoff und damit, sagen wir mal, Energie. Wir kommen gleich noch, dass es noch viel mehr ist als Energie. Aber wir haben eine Aufgabenverteilung. Sauerstoffnutzung gesteuert über Mitochondrien, Gärungsstoffwechsel über die Zelle, die aufgenommene Zelle. Ich nenne das eine Starkstrom, das andere Schwachstrom. Ja? Sauerstoffnutzung in den Mitochondrien ist verantwortlich für die differenzierte Zellleistung. Was ist eine differenzierte Zellleistung? Das ist jede Zelle hat in deinem Körper eine Aufgabe. Also deine Hirnzellen, die Nervenzellen, haben jetzt sozusagen die Aufgabe, das, was ich sage, umzuwandeln in etwas, was du verstehst. Deine Sehnervenzellen, ja, sollen mich sehen und dass ich hier so lebhaft hier agiere. Deine Herzmuskelzelle hat die Aufgabe, das Leben lang nur eins zu machen. Pumpen, pumpen, pumpen. Die Leberzelle hat die Aufgabe, zu entgiften und Stoffwechsel-Dinge zu machen. So hat jede Zelle eine sogenannte differenzierte Aufgabe. Und die differenzierte Aufgabe kann nur erfüllt werden über die Steuerung der Mitochondrien. Das ist so festgelegt. Ja? Weil durch den Sauerstoff, den wir einatmen, der fast, also 95% des Sauerstoffs, den wir einatmen, wird in den Mitochondrien umgewandelt oder verwandelt oder in Energie umgewandelt. Und das dient dazu, dass wir diese Zellleistung aufrechterhalten können. Also das ist die Rolle der Mitochondrien. Deswegen auch eben der Begriff, der ja auch gerne in den Schulen auch verwendet wird, das Kraftwerk der Mitochondrien, wenn der eine da hat, sich noch ein wenig... Richtig, ja. Und dann gibt es das als Endprodukt, das Energieträgermolekül ATP, Adenosintriphosphat. Ja. Soll ich da auch was drüber erzählen, wegen Kraftwerken? Der biomedizinische Exkurs, der war jetzt schon sehr ausführlich. Okay, vielleicht kannst du nochmal die Wichtigkeit nochmal ein bisschen herausstechen mit Mitochondrien und die Aufgaben hast du jetzt schon genannt, aber jetzt auf das Thema zurückzukommen und dass wir dann mehr auf die praktischen Dinge zurückkommen und die therapeutischen Anwendungen, also im Prinzip was allen interessiert, dass wir da ein bisschen mehr jetzt rüberschwenken. Also vielleicht noch mal es ist ja auch ein Schnupperkurs. Es ist ja nicht. Genau. Ich denke mal, also einmal die Mitochondrien, warum sie halt für die Generationen und auch für unsere Heilkraft oder die wird ja auch in einigen Büchern als der Schlüssel für unsere Selbstheilungskraft oder Energie auch bezeichnet. Ja. Und vielleicht kannst du da einmal genau erklären, warum. Ja, also wenn ich eben gesagt habe, dass die Mitochondrien zuständig sind für die volle Leistungsfähigkeit jeder Körperzelle, natürlich dann auch des Organs und des Organismus, hat das mit Energie zu tun. Und es hat damit zu tun, dass Mitochondrien störanfällig sind. Sie sind wirklich funktionierende Einheiten in unseren Zellen, aber sie sind sehr störanfällig. Das heißt, sie können auch funktional ihre Mitochondrien-Leistungsfähigkeit herunterfahren. Und das ist interessant, weil dadurch, dass wir ein doppeltes Programm haben, kann die Zelle sozusagen entscheiden, mache ich Starkstrom oder bin ich zu belastet, gehe langsam in das zweite Programm, das ist der Schwachstrom, der Gärungsstoffwechsel. Der ist aber das ist einfach ein anderes Programm. Ja, in der Zellteilung ist es normal, dass es switcht. Wenn eine Zelle sich physiologisch teilt, geht es in den Gärungsstoffwechsel, Zellteilung, dann geht es aber wieder
Vollgas, Mitochondrien. So, jetzt muss man natürlich sagen, wir atmen Sauerstoff ein. Der wird in den Mitochondrien verstoffwechselt. Und das ist schon mal das erste Gift. Weil Sauerstoff ist prinzipiell giftig. Und warum? Es können sogenannte freie Radikale entstehen. Ich nenne das, ich versuche ja durchzurennen. Das ist ein Rost, ja? Eine Oxidation. Das ist nichts anderes wie ein Rostvorgang in unseren Zellen, dadurch, dass wir volle Leistung fahren. Und was wir brauchen, sind Rostschutzmittel. Ja? Und das, der Begriff heißt Antioxidantien. Stoffe, die sozusagen dem Rost, den wir über den Sauerstoff produzieren, wieder auffangen. Ja? Das muss in einem Gleichgewicht stehen. Und dafür ist das erste Fakt, was wir beeinflussen können, ist über unsere Ernährung. Das, was wir in unseren Körper hineintun, ja, das sind entweder viele Schutzstoffe oder nicht so viele Schutzstoffe. Also wir brauchen über die Ernährung letztendlich Antioxidantien, viele, viele Stoffe, die die volle Leistungsfähigkeit der Mitochondrien aufrechterhält. Und wenn man sich anschaut, also es ist jetzt keine Kritik, aber es ist eine Tatsache, dass wir in den letzten 100 Jahren eine unfassbare Veränderung der Ernährungsweise und auch der Landwirtschaft, ja, der Massenlandwirtschaft erfahren haben in unserer Kultur, dann glaube ich schon den Berichten, die sagen, dass die Inhaltsstoffe in der Ernährung sich deutlich reduziert haben. Die Böden sind ausgelaugt, wir haben viele Mangel, erscheinen Selenmangel, Jodmangel und wir haben natürlich dann auch noch das Thema, ja, ich sag mal, Überbegriff Fast Food, verarbeitete Nahrungsmittel, wo einfach diese Stoffe nicht in dem Maße drin sind, wie unser Körper das braucht. Also Ernährung ist etwas, was wir alle extrem gut beeinflussen können, weil nämlich wir schieben uns das in den Mund und nicht irgendjemand von außen. Wirklich nochmal sehr gut erklärt. Ich denke immer, der eine oder andere ist der Begriff Antioxidantien schon öfter über den Weg gefallen oder gekommen. Er wird ja auch viel geredet in Büchern und in Netzwerken. Und natürlich weiß auch der eine oder andere, dass es die Antioxidantien in der Ernährung zu finden sind. Aber du hast das auch nochmal wirklich sehr, sehr gut erklärt. Ja, aber warum die Antioxidantien so wichtig sind und was überhaupt Antioxidantien eigentlich sind. Ja. Im Prinzip sind das halt eben die meisten Vitamine, Mineralien. Vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Tipps geben, wo die Quellen der besten Antioxidantien, die wir... Ja. Absolut. Es gibt den Begriff Antioxidantien, das ist einfach nur das sind Stoffe, die Elektronen abgeben können. Oxidation ist eine Elektronenklau. Und das auf der physikalischen Ebene. Ja, es gibt sehr viele, gehen wir mal in den Bereich der Nahrungsergänzungsmittel hinein. Es gibt sehr viele Multipräparate, wo dann gesagt wird, oh, nimm das und dann bist du reichlich versorgt mit Antioxidantien. Ich spreche die Sprache der Natur. Ne? Wenn wir einen biologischen Apfel nehmen, ja, wir wissen, da ist in der Regel Vitamin C, da sind Magnesium, da sind Spurenelemente drin, auch ein bisschen B-Vitamine, ist egal. Was wir nicht wissen, ist das Zauberwerk, was die Symbiose, was einfach die Natur über auch Millionen Jahre entwickelt hat, ja, können wir nicht in einem Multipräparat oder Einzelpräparat sozusagen nachbauen. Wir schaffen es nicht. Ja, das Wunderwerk der Natur, deshalb ist sozusagen, jetzt kommt mein Bauer heraus, ja, es ist ein Unterschied, ja, ob du irgendwelche, man kann das mal machen, aber die Basis ist biologisch. Ja. Und was wir sehr viel brauchen, ist das, was die Natur uns in der Natur gibt, natürlich gibt, nicht verarbeitet. Es gibt den Begriff der sekundären Pflanzenstoffe. Das ist das, was in den Pflanzen drin ist. SPS. Ja, vieles wissen wir aber nicht.
ich mache Werbung für eine biologische Ernährung und da ist in den letzten Jahren etwas zutage gekommen oder auf den Tisch gekommen, was ich extrem befürworte, das Pflanzengrün. Ja, das ist schade, auf meinem Balkon habe ich Weizengras gezogen. Das ist so einfach, sich gutes und gesundes und biologisches Grün in den Körper zu tun. Und da sind so viele unfassbar wertvolle Mineralien und Stoffe drin, die wir dringend brauchen. Ein Beispiel, alles was grün ist, hat Chlorophyll. Das Grüne, das haben wir auch in der Biologie gelernt, ist Chlorophyll. Chlorophyll hat dieselbe Struktur wie das Hämoglobin, das ist der rote Farbstoff des Blutes. Nur im Hämoglobin ist ein Eisenatom in der Mitte, deshalb rot, und im Chlorophyll ist in der Mitte ein Magnesiumatom. Atom ist es. So. Und wir sind sowieso eher auf der Magnesium-niedrigen Seite. Und über Chlorophyll kriege ich nicht nur diesen tollen Inhaltsstoff, sondern ich kriege auch viel Magnesium. Ja, und wenn die Leute, oh, ich habe Krämpfe, also muss ich Magnesium nehmen. Nein, nimm Chlorophyll, also nimm Grünzeug. Und da ist zum Beispiel der Begriff des grünen Smoothies in den letzten Jahren sehr nach oben gekommen. Kann ich nur empfehlen, weil es eine unfassbar einfache Geschichte ist, um sich wirklich viel Gesundes in den Körper zu tun. Und das noch mit Wildkräutern jetzt. Genau. Das wollte ich gerade ansprechen, also Wildkräuter ist dann noch viel, viel einfacher. Und, ja. Und ich sag mal, jeder, der vielleicht einen Garten oder am besten noch einen Wald oder Wiesen in der Ecke hat, rausgehen. Ja. Und da gibt es eine Vielzahl. Idealerweise besorgt man sich dann, ich hatte da auch mal ein Video zu gemacht, in unserem YouTube-Kanal zu finden, einfach ein Wildkräuterbuch. Oder einfach ein Tipp, im Prinzip kann man so gut wie fast jedes Kraut zu sich nehmen, einfach mal ein kleines Stückchen kosten und eine halbe Stunde warten, wenn man keine Bauchschmerzen bekommt, dann kann man halt ein bisschen mehr davon nehmen. Also du hast völlig recht. Und das ist der Selbstversuch, aber es gibt so diese Basis wie Löwenzahn, Giersch, Brennnessel, Birkenblätter. Interessant ist, die Leute, die halt einen Garten haben, wachsen halt die Unkräuter, die man braucht. Genau, die wachsen, die man sich selbst für den Körper halt den braucht, die wachsen halt einem zu. Zum Beispiel Leute, die halt eben Rheuma-Probleme haben, da wuchert der ganze Garten voller Giersch. Und Giersch ist bekannt, ein bekanntes Kraut, ein Heilmittel gegen Rheuma. Das sagt der Wolf-Dieter Stoll, sagt das ja auch. Also das ist ja so ein ganz bekannter Naturexperte. Ich glaube da auch ein bisschen dran. Das hat mit Schwingung zu tun. Und diese, ich mache ein Beispiel. Mein erster grüner Smoothie mit Wildkräutern, also ich habe, das mache ich jetzt schon ein paar Jahre, aber der erste, wo ich dann im Frühjahr, jetzt machst du Wildkräuter, war ein Brennnessel-Smoothie. Und ich habe vorher schon Grünes zu mir genommen und du merkst es an deiner Lebensenergie, an deiner Lebenskraft. Es gibt dir Power. Ja. Okay, dann habe ich das erstmal Brennnessel-Wildkräuter-Smoothie gemacht und ich habe die Nacht nicht geschlafen. Ich war so überdreht. Und ich habe auch, Brennnessel entgiftet ja viel. Ich habe so auch Kopfschmerzen gehabt. Das war nochmal eine ganz andere Energieebene, wenn du das aus der Natur nimmst. Und ich als verkappter Bauer kann das wirklich nur empfehlen. Und es ist noch etwas. Es ist kostenlos. Ja? Du kriegst es ja, es ist total kostenlos. Ja. Das ist das eigentlich mit das Wertvollste und kostenlos. Gut, es gibt sogar in manchen Regionen, wenn der Bärlauch blüht oder vorher blüht, gerade im Frühjahr, ich glaube, das ist jetzt auch gerade in Deutschland. Da gibt es Regionen, da ist es verboten, das zu pflücken in den Wäldern. Und das interessant. Und in Amerika gibt es auch Gesetze, dass man Wildkräuter nicht einfach pflücken darf, um sich Arznei oder sonstiges draus zu machen. Also es ist schon
Sehr interessant. Wer steckt denn dahinter? Nein, es gibt nur einen, der dahinter steckt. Also was ich sozusagen irgendwo pflücke, das okay. mache ich. Und ich ziehe es auch selber, also zum Beispiel Weizengras. Ja? Nimm ein kleines Schälchen, ein bisschen Bioerde, du die Samen kannst du dir für einen Apfel und Ei kaufen. Ja? Und ja, Licht, Wärme, Wasser. Ja? Und dann hast du nachher, ich habe auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal über Weizengras. Also ich mache das auch, YouTube-Filme und auf meiner Mitochondrien-Webseite. Dann ist das Gras so hoch und dann kann man das in der Presse tun. Ich kau das, habe ich wie ein Kaugummi, ja, oder halt eben in den Smoothie. Kauen ist noch viel, viel besser, da eben doch die Enzyme von den Speichel noch mit Verbindung, ja, wird das über die Schleimhäute aufgenommen. Genau. Das ist viel intensiver. Ja. Aber das andere ist natürlich bequemer, so ein Smoothie, ja, und so ein Entsafter. Kommen wir wieder zurück. Ich sag noch was zu den Wildkräutern und überhaupt zu der Ernährung. Die Mitochondrien sind abhängig von vielen Stoffen, nicht nur Antioxidantien, aber auch Spurenelementen. Mangan, Molybdän, Selen, Jod, solche Stoffe. Und allein ein Mangan- oder Molybdänmangel, da haben wir vielleicht noch gar nicht von gehört, das ist Spurenelement, das sind sehr geringe Konzentrationen, kann eine Funktionseinschränkung der Mitochondrien bewirken. So, die Werbung für Wildkräuter ist nicht von ungefähr, weil die brauchen auch solche Stoffe. Und wenn die im Erdreich in den ersten Metern nicht da ist, dann werden die Wurzeln tiefer geschlagen, bis die entsprechend die Stoffe haben. Das heißt, die Natur holt aus der Tiefe der Erde die entsprechenden Spurenelemente, Stoffe. Ja, die Pflanze blüht, verblüht und dann sind die Spurenelemente oben. Ja, das ist also eine Rekultivierung des Bodens, läuft ja ab. Es gibt ja, wenn du eine Müllhalde siehst, denkst du, hier kann nichts mehr wachsen. Ja, innerhalb von relativ kurzer Zeit hast du ein blühendes Feld. Die Natur ist intelligent. Ja. Brennnessel bis zu 20 Meter tiefe Wurzeln. Ja. Welche Auswirkungen hat es dann, wenn wir eine Mangelernährung oder eine Mangelerscheinung haben? Welche Auswirkungen hat es auf die Mitochondrien, wenn wir halt nicht ihre nötigen Antioxidantien, Spurenelemente bekommen? Das ist ein allgemeines Prinzip. Es ist ja die Ernährung. Wir sprechen vielleicht gleich noch über andere Faktoren, die Mitochondrien negativ beeinflussen können. Weil es ist nicht nur Ernährung. Ja. Jawohl, die haben eine funktionelle Möglichkeit abzuschalten, also herunterzuschalten und abzuschalten. Warum? Weil wir ein doppeltes Genom haben. Funktioniert der Starkstrom nicht mehr voll, ja, dann geht es erst in ein funktionelles Abschalten der Mitochondrien und in den Schwachstrom. Deshalb ist mir das so wichtig, diese Zellsymbiose, diese Vereinigung zu erklären. Wir sind doppelt ausgestattet. Ja? Im Prinzip will die Zelle volle Leistung fahren. Wenn das nicht geht, macht sie zum eigenen Schutz vor Zerstörung. Ne? Fährt sie herunter. Es ist immer ein Selbstschutz. Ne? Und das ist so wichtig. Es ist das Erste, was passiert, ist ein Funktionsabschalten. Und wenn etwas in der Funktion heruntergefahren ist, können wir es aber wieder hochfahren. Ja, es gibt einen deutschen Nobelpreisträger aus dem letzten Jahrhundert, Otto Warburg, vielleicht schon mal gehört. Der hat in den 20er Jahren schon vieles erkannt und der hat über die Mitochondrien gesagt, bei Krebs ist es eine Zerstörung eines bestimmten Komplexes in der Atmungskette der Mitochondrien. Die waren schon sehr weit damals. Dafür hat er einen Nobelpreis gekriegt. Und dieser Otto Warburg war fast richtig, weil er hat noch nicht erkannt, dass es am Anfang nicht eine Zerstörung ist eines Komplexes, sondern ist ein funktionelles Herabschalten. Wenn etwas zerstört ist, würden wir es nicht wieder aufgebaut kriegen. Was zerstört ist, ist kaputt. Ne? Dann ist es verloren. Aber wenn eine Funktion heruntergefahren ist, wenn sozusagen die Bremse angesetzt worden ist, dann können wir wieder das Gas geben. Und das ist
für mich das Tolle an diesem gesamten Mitochondrien-Konzept. Ja, wir haben heruntergefahren oder die Physiologie fährt herunter, aber wir können wieder Gas geben, ja, weil es noch nicht am Anfang nicht so kaputt ist. Ja. Deshalb ist das ist toll. Das sieht man auch bei vielen Menschen. So, was passiert, wenn die Belastungsfaktoren, die Ernährung ist eine, es gibt noch ein paar wichtige andere mehr. Wenn die Belastungsfaktoren zu stark ist, dann schalten die Mitochondrien zum eigenen Schutz herunter. Und das merkst du am ehesten dann, wenn du weniger Energie hast. Ja, das merkt man wirklich an dieser Lebenskraft. Wenn die Power weniger wird, und das ist das ist nicht Sekt oder Seltos, das ist ein schleichender Prozess. Ich gebe mal zwei Beispiele, wo er es erkennt, das kennt jeder. Also Norman, wir treffen uns heute Abend, ja, nach dem Webinar, und dann bringe ich zwei Flaschen Whisky mit, die eine ist für dich, die andere ist für mich. Und die trinken wir aus. Das ist eine akute Vergiftung des Organismus, und der schützt sich, indem er herunterfährt. Das spürst du spätestens morgen früh, wie du dich fühlst. Du kommst nämlich nicht aus dem Bett heraus. Ja, du fühlst dich so schwach und kaputt. Das ist diese Energielosigkeit aufgrund eines akuten Ereignisses. Wovon wir aber sprechen, und ist diese schleichende Lebenskraftminderung, die wir häufig gar nicht merken. Aber ich habe festgestellt, als Arzt, und ich frage das immer mehr, Menschen, die krank werden, chronische Krankheiten bis hin zum Krebs. Das Erste, was ich frage, wie ist es mit der Energie? Wie war es vor einem halben Jahr? Wie war es vor einem Jahr? Wie war es vor 2 Jahren? Ja, vor 2 Jahren war ich gut dran. Ja? Aber es ist richtig, es hat vor der Erkrankung nachgelassen. Ja? Das ist das, und dann ist für mich ein Zeichen, hey, da ist was in die Schutzschaltung gegangen, da ist die Energie automatisch runtergefahren worden und danach treten Krankheiten auf. Das ist der Mechanismus. Und das wird über Mitochondrien gesteuert. Ja, interessant. Genau. Ja, trinken wir mal ein Stück. Ja, genau. Soll ich noch was über Belastungsfaktoren sprechen? Also wir haben jetzt die Ernährung als sehr wichtigen Bereich abgearbeitet. Also ich mache wirklich Werbung für eine gute biologische Ernährung. Und es ist, ob du Veganer bist, Vegetarier, Rohköstler, wie auch immer, das sind Titulierungen. Für mich ist wichtig, dass wirklich was Gutes reinkommt. Ich bin, jeder dieser Ernährungsgruppen schließt etwas anderes aus. Also ich mache eher Werbung für, ja, versuche es spielerisch zu machen und guck, was heute geht, weil was heute für dich gut ist, muss morgen nicht gut sein. Du hast eine Körperintelligenz, und ich könnte nicht jeden Tag, sag mal, Ananas essen, ja? Oder ich könnte nicht jeden Tag Brennnessel-Smoothie trinken. Das geht einfach nicht. Ja? Die Vielfalt. Die Vielfalt und die Ausgewogenheit, ja. Auch ja. Dieses ganze Schubladengedenke und dieses Eingeschränkte. Das Leben soll immer noch Spaß und Freude machen, und ich denke mal, ja. Das Wichtigste ist, dass man sich zum einen, so wie du das auch beschrieben hast, sich wirklich mal beschäftigt mit der Ernährung, mit seinem Körper, mit sich selbst. Das sollte eigentlich normalerweise Grundlage für jede Schulen oder für jede Bildung sein. Ja. Und dann dann ist es ideal, wenn man wenn ich wieder auf meinen eigenen Körper höre und auch darauf Acht gebe. Wenn ich jetzt was esse, egal was es ist, und ich danach halt einen Energieabfall bemerke oder Bauchschmerzen oder sonstiges bekomme, dann weiß ich, okay, dann hat mir das nicht gut getan. Und brauchen wir wieder diesen gesunden Menschenverstand für den Körper, für unsere Ernährung oder über unsere Ernährung allgemein, wenn wir das darauf Acht geben und da Stück für Stück dann eben auch experimentieren und uns wieder selber kennenlernen, dann denke ich mal, gehen wir in die richtige Richtung. Und was ich auch festgestellt habe, also ich
habe auch meinen Ernährungsweg eben gefunden, habe auch für vieles Verschiedenes ausprobiert, auch vom Experiment hin, also ich sag mal, rein Rohkost ist, und habe halt eben meinen Weg eben gefunden und habe auch festgestellt, dass die Menschen unterschiedlich sind und auch eine unterschiedliche Ernährung eben brauchen. Also individuell. Und es gibt halt keine, kein Ernährungsmodell, was auf allen passt. Jeder muss halt in sein finden. Aber entscheidend ist, wie du es gesagt hast, biologisch, natürlich, ausgewogen, vielfältig. Und dann gibt es gewisse Sachen, die natürlich komplett gestrichen werden sollten, die ja den Alltag der modernen Ernährung gefunden haben. Ich denke mal, da kannst du mir eben zustimmen. Ja, absolut. Zucker. Ja, klar. Also diese verarbeiteten Nahrungsmittel, bitte, es geht ja nicht um Sekt oder Selters. Also bitte reduzieren, alles was mit Verarbeiten zu tun hat, hat mit Entwertung zu tun. Ja? Der Zucker ist ein Gift, ganz klar. Aber es geht bei der Ernährung vielleicht um noch etwas. Ich nenne das übrigens GBK, gutbürgerliche Küche. das, was wir hier ganz häufig in dieser GBK bekommen, sind zwei Nahrungsmittel und die halte ich für, oder zwei Gruppen, die halte ich für fraglich gesund. Und ich kann das auch dezidiert darlegen. Wir machen Teste auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten und die beiden Gruppen kommen ganz häufig bei Menschen vor. Das eine ist Milch und da ist es vor allen Dingen die Kuhmilch. Alles, was mit der Milch und Kuhmilch zu tun hat, ist, der Mensch verträgt es so selten. Ja, weil, und das kann man auch wiederum biologisch erklären, noch niemals eine Kuh trinkt Kuhmilch, sondern nur das Kalb. Ja. Und der Mensch ist das einzige Säugetier, was meint, dass die Milch eines anderen Säugetiers auch im Erwachsenenalter noch zu sich zu nehmen. Also das ist, in der Natur kommt das nicht vor. Ja, erstens. Und das zweite ist Getreide. Alles, was mit dem Klebeeiweiß Gluten zu tun hat und die Züchtung des Getreides, Weizen, ist so exorbitant abgelaufen, dass wir wahnsinnig viel Klebeeiweiß Gluten in unserem Getreide haben. Und das dient ja der Nahrungsmittelindustrie dazu, Dinge zusammenzukleben. Ja. Also es gibt viele Wurstwaren, da ist Gluten drin, da ist Getreide. Da denkst du dir, was hat das denn in der Wurst zu tun? Ja, also wenn man Wurst isst. Wir sollten mal ein bisschen sensibler sein, dass gerade Milch und Getreide möglicherweise für einen überhaupt nicht verträglich ist. Ja. So, und meine Empfehlung, versuch's einfach mal über 2-3 Monate 60-80% zu reduzieren. Und häufig kommen dann die Menschen sagen, ja, erstens, ich habe mehr Energie und zweitens, ich habe weniger Darmprobleme. Das ist häufig so. Also das sind die Dinge, die in der Ernährung, jetzt, ich denke, jetzt haben wir auch Ernährung gut besprochen, was die stoffliche Ernährung angeht. Aber Mitochondrien sind auch sehr empfindlich auf feinstoffliche Ernährung. Und was ist das? Das ist alles das, was wir denken, das ist unser emotionaler Körper, was wir fühlen und man könnte auch sagen Spiritualität. Ich nenne das vielleicht quantenphysikalische Ankopplung. Mitochondrien hören, was du denkst. Ja, so, das ist völlig klar. Und ich finde, dass wir eine Kultur haben, wo das Fühlen, das Meditieren, das auf sich selber achten, auf Selbstliebe, einfach völlig in den Hintergrund gerückt ist. Und wie eine Leistungsgesellschaft, hat wahrscheinlich mit zwei verlorenen Kriegen zu tun, schaffen, Häusle bauen. Das, was ich habe, bin ich. Ja? Aber wir haben das nicht kennengelernt. Das, was ich fühle, bin ich auch. So. Und wir achten unseren Körper in der Regel viel zu wenig. Der Körper gehört zu dir und das, was in deinem, was du, wenn du mal nackt vorm Spiegel stehst, ja, das hast du dir selber geschaffen. Das bist du. Ja,
Das ist nicht irgendwo, denn, ja, sondern das bist du. Und wir gehen häufig sehr lieblos mit unserem Körper um. Ja, das stimmt. Doch sehr, sehr wichtige Punkte, die ich auch zum einen selber an mir selber erfahren habe. Einmal das, was du eben auch zu der Ernährung sagtest, das sind auch genau die Faktoren, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, umzustellen, hat sich sehr, sehr viel Positives getan und auch bei Judith sind da zahlreiche Allergien verloren. Und seit einiger Zeit, ein Jahr, beschäftigen wir uns auch mit den feinstofflichen Ebenen und genau das, was du eben angesprochen hast. Also in der Asienreise in Thailand, wir an zu meditieren, Yogakurse zu besuchen und ähnliche Dinge. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und da lässt sich auch auf der körperlichen Gesundheit auch sehr, sehr gut mitarbeiten. Also ich hatte mich da vorher noch nie mit beschäftigt und auch wahrscheinlich aufgrund der Gesellschaft, die wir in Europa, in Deutschland pflegen, kommt man da weniger mit in Berührung. Wenn man in Asien unterwegs ist, das ist völlig normal, also zu meditieren oder ähnliches. Und da gibt es auch ganz, ganz spannende Dinge. Also es geht sogar so weit, dass es über unsere eigene körperliche Gesundheit hinausgeht. Man kann sogar sein ganzes Leben sich danach sogar gestalten oder Dinge, ich sag da eben, oder Judith sagt immer gerne, eben ich wünsche jetzt. Also das sind wirklich Sachen, wenn ich das halt in dieser Meditation, diese Frequenzen sind das ja, Schwingungen heraussende und deren Resonanz empfindet, dann kommt das wieder an mir zurück und dann gehen diese Dinge in Erfüllung und dazu gehört auch die körperliche Gesundheit. Und ich denke auch, dass in der Quantenphysik wird ja auch viel von einem natürlichen Netzwerk gesprochen. Wir sind halt untereinander die Menschen, aber auch die komplette Natur, die komplette Erde mit allen Pflanzen, Tieren und Verbunden. Und so kann man das auch auf unser Organismus eben zurückführen. Genauso unsere Zellen. Denke über die, dann wahrscheinlich über die Mitochondrien oder ähnliches, dann miteinander verbunden sind, dass man sich das vorstellen kann, dass unser Körper genauso ein intelligentes Konstrukt ist wie und verknüpft ist wie zum Beispiel unser Gehirn. Ja, also, das, du hast es hundertprozentig richtig und auch schön beschrieben. Ich erzähle dir das ganz kurz auch noch über die Mitochondrien. Wir haben das vor kurzem gesagt, dort wird ein Energieträgermolekül gebildet, ATP, Adenosintriphosphat. Und der Glaube ist oder die allgemeingültige Meinung ist, dass die Energie dadurch entsteht, dass am Triphosphat, das sind drei Phosphatatome, und wenn bei Abspaltung eines Atoms wird Energie freigesetzt, das ist Wärmeenergie. Das Problem ist, mit Wärme kann der Mensch relativ wenig anfangen. Das ist eine chaotische Energie. Und Wärme, wir sind isotherm, das heißt, wir haben immer das Bestreben, 36,5 Grad zu haben. Wenn wir viel Wärme produzieren, ja, was machen wir beim Sport zum Beispiel? Wir fangen an zu schwitzen, ja, weil wir wollen wieder Kühlung haben. Ja, wir müssen immer diese Betriebstemperatur auf 36,5 Grad halten. Das ist schon mal ein Begriff oder ein Denken, was ich nicht mehr ganz so sehe, dass es um Energie in Form von Wärme geht. Es wird aber interessanter. Dieses ATP steht in jedem Lehrbuch drin, hält nur 5 Sekunden. So, wenn etwas Wärme produziert, warum hält es nur 5 Sekunden? Wärme ist ja, meine Güte, hält sich ja länger. Ja, es muss doch was anderes sein. Und dieses Buch und diese Mitochondrien Auffassung sagt Folgendes. Dort über Elektronenfluss findet also quantenphysikalische Vorgänge, eine Ankopplung mit einem außerhalb des Körpers befindlichen Informationsfeld. Quantenfeld, morphogenetisches Feld, epigenetische Phänomene, alle diese Begriffe bezeichnen das. So, und diese Information wird umgesetzt in den Mitochondrien in eine Schwingungsinformation
und übertragen auf das ATP, wenn du es genau wissen willst, auf das Adenin-Molekül. Das ist nicht wichtig. So, diese Schwingungsenergie in der Tat hält 5 Sekunden an. Ja, dann ist die Schwingung in Anführungsstrichen verloren. Das heißt, wir müssen also permanent uns ankoppeln an dieses Informationsfeld und das wird übertragen in ein stoffliches Molekül, nämlich das ATP. Ja, wir haben die Genebene, aber wir haben die außerhalb des Körpers befindliche Informationsebene und der Mittler zwischen stofflich und feinstofflich sind die Mitochondrien. Sehr interessant. Und da gibt es ja auch es gibt viele in Studien drüber und aber auch praktische Beweise, die jeder schon erlebt hat. Wenn ich jetzt irgendwo auf egal welche Entfernung, 10, 20, 100 Meter eine Person anschaue, die zum Rücken zu mir steht, die spürt das und dreht sich dann nach ein paar Sekunden eben um und blickt genau in die Richtung, wo sie halt eben spürt und wo eben diese Energie, diese Schwingung oder dieser Blick herkommt. Und andere Sachen sind, bevor ich denke gerade eine Person und möchte die gerne anrufen, zack, klingelt das. Ja, wie häufig schon passiert. Da gibt es Studien darüber, das passieren halt eben bis zu 90% ist, der Leute. Und das sind alles so die Dinge, die damit zu tun haben, mit dieser feinstofflichen Ebene, wo man sich auch in Stunden, Tage eben drüber unterhalten kann, aber das möchte ich einmal nutzen, wo wir gerade bei dem Thema sind, um auf den Elektrosmog und Ähnliches schweifen. Ja. Und das Thema, weil das ist ja auch sehr wichtig, gerade für die Mitochondrien und gerade in dem modernen Zeitalter, wo wir uns befinden mit UMTS, WLAN, Mobilfunk, mobiles Internet und so weiter. Das wird ja immer mehr. Es gibt ja immer mehr und es ist überall, also man kann sich ja kaum noch davor schützen und verstecken. Welchen Einfluss hat es auf die Mitochondrien und damit auf unsere Regeneration in unserem Körper? Ja, einen ganz, ganz, ganz großen, weil ich sprach gerade über Schwingung und jede Form der Fehlfrequenz, der unnatürlichen Frequenz, nehmen wir an Mobilfunk, das sind sogenannte gepulste Wellen. Das ist ein Schlag sozusagen, ein elektromagnetischer Schlag und abkriegen tun es hauptsächlich die Mitochondrien. Das ist völlig unnatürlich und mal hier der Dr. Krämer sagt immer, alle diese Wellen stören den innerbetrieblichen Funkverkehr, weil wir funktionieren ja über Schwingung und wenn externe Schwingungen da reinfunken, dann kommt es zu Informationsfehlverhalten, zu verrauschten Informationen, dann kommt die Nachricht nicht richtig an. Das ist so, wie früher hatten wir Transistorradios, kennst du ja vielleicht auch noch, wo du am Rad drehen musstest. Und wenn du einen Sender klar eingestellt hast, dann kannst du die Nachricht hören, kannst du Musik hören. Wenn du aber ein bisschen abweichst, was hat er jetzt gesagt? Und irgendwann ist die Information nur noch ein Rauschen. Und so stelle ich mir das vor, auch in unserem Organismus. Wir brauchen diese Ankopplung an das Informationsfeld. Das ist für mich völlig klar. Ja? Und alles, was Störfaktoren sind, nenne ich Gift. Und es gibt da auch halt eben die stofflichen Gifte und die feinstofflichen. Und der Elektrosmog ist ja, das ist wirklich ein Hammer. Ja, das wird absolut, die größte Industrie ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr die Pharmaindustrie, sondern die Mobilfunkindustrie, habe ich gehört. Und die, das, was da so... In Deutschland. Ja, genau. Das, was da wirklich, wir messen, wir können es ja, wir spüren es ja kaum. Ja? Und es wird immer gesagt, okay, Handys sind nicht schädlich und sie machen Untersuchungen, indem sie Dummies den Handy ans Ohr ankleben und sie schauen nach, wann ist, also da wird ein Gehirn nachgebildet mit Wasser und so, wann steigt die Temperatur des Gehirns um 1 Grad Celsius. Ja, und dann wird, es gibt einen bestimmten Normwert, es darf nicht so schnell steigen. Ja. Es geht nur um die Temperatur.
Ja, und dann wird, nee, ist alles okay. Was aber völlig missachtet wird, sind diese Frequenzen. Ja? Und das ist etwas, was meines Erachtens unfassbar krank macht. Ich habe ein Interview, also ich mache einen Kongress mit vielen Interviews und ich habe zum Beispiel ein Interview geführt mit Dr. Mutter, den kennst du auch. Ja, der hat berichtet von Frauen, die sehr jungen, also eine Serie von sehr jungen Frauen, die Brustkrebs hatten und zwar eine völlig nicht an nur einen Knoten, sondern ganz viele kleine Knoten in einer Brust. Und zwar, ich glaube, es war alles auf der linken Seite. Und dann hat man untersucht, hör mal, was ist denn los da? Und mal ist es rausgekommen, das waren alles Sportlerinnen oder die haben Sport gemacht und die hatten einen Sport-BH an mit einer Tasche für ein Handy. Und dann, ja, das darf, ob das jetzt so ist, aber es gibt so viele eher, sagen wir mal, negative Berichte. Und das muss man auch zugeben, kriegst du natürlich nicht über Mainstream-Media mitgeteilt. Ja, das deine Erklärung möchte ich auch nochmal mit hinzufügen. Ja. Du hast es schon angesprochen, in Deutschland ist die Mobilfunkindustrie führend, also schon größer als die Pharmaindustrie. Und es liegt halt eben da, es ist halt so ein Boom mit den ganzen Mobilfunk, also mit den ganzen Handys und so weiter. Mobilfunknetz wird immer weiter ausgebaut. Es gibt, glaube ich, jetzt schon 5 oder 6 Mobilfunkbetreiber in Deutschland, die sich da gegenseitig ihr Netz ausbauen. Aber jetzt ganz, ganz entscheidende Fakten. Das eine ist, in Deutschland ist das einzige Land mit dem höchsten Grenzwert der Mobilfunkstrahlung. Das sind die 1000-fach höher als zum Beispiel in Österreich, Italien oder sonst was. Ach, interessant. In Ländern wie in Russland sind aufgrund dieser Studien, der schädliche Mobilfunk anrichtet, gibt es in Schulen und in öffentlichen Einrichtungen sind die Gebäude so gebaut, dass kein Mobilfunk innerhalb des Gebäudes, kein Mobilfunk Strahlung reinkommt und verboten. Jetzt aber das nächste. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist. Die Mobilfunkfrequenz liegt bei 2,45 Gigahertz. Das ist Mikrowellenstrahlung. Das ist genau dasselbe, was unsere Mikrowelle, mit denen wir organisches Gewebe zum Kochen bringen. Zellen, organische Zellen werden damit zum Kochen gebracht. Das heißt, wenn ich über, das kann jeder selber probieren, ich würde es nicht machen, ich habe auch kein Handy mehr, ich habe mir das abgewöhnt. Also ich bin frei von Handy, aber nicht frei von Mobilfunkstrahlung, aber sobald ich halt eben einen Empfänger, also das Handy an mein Ohr halte, kann jeder einen Selbsttest machen, das Ohr auf dem Funkgerät und gehalten habe, das ist ein heißer, teilweise sieht man sogar, dass es immer höher ist als die andere Seite. Absolut. Das geht aber im Drinnen genauso. Das Hirn genauso zum Kochen. Und dann ist auch interessant, wenn man sich mal die Bedienungsanleitung anschaut, wenn man die überhaupt findet, also bei Apple gibt es gar keine Bedienungsanleitung mitgeliefert, die muss man sich im Netz suchen und dann auf Seite 183, wenn man überhaupt so weit gekommen ist, gibt es einen Hinweis, dass man das Handy in einem Umkreis von 1 Meter nicht am Körper zu tragen hat, weil es körperliche Schäden verursachen kann. Und damit sichern die sich halt eben ab, weil man kann heute noch nicht abschätzen, welche Auswirkungen es hat. Also welche Langzeitauswirkungen es hat. Ja. Aber in 5, 10 oder in 20 Jahren wird es der Fall sein. Und damit es keine Regressansprüche und Klagen an diesen Firmen gibt, sichern die sich jetzt schon ab. Also da einfach mal ein bisschen hellhörig werden. Und das wollte ich nochmal kurz mit anbinden. Das ist total richtig. Ich sagte, das mit der Beschreibung, da wusste ich nicht, aber es wundert mich dann auch nicht. Aber andere Fakten. Also wenn wir Handy am Ohr haben, es gibt eine sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Es gibt einfach einen Schutz, dass das Gehirn nicht mit so vielen Toxinen oder Giftstoffen sozusagen überflutet wird. Und diese Blut-Hirn-Schranke öffnet sich für Stunden,
wenn du 10 Sekunden Handy telefonierst. Ja, sehr interessant. Dann halt wieder freie Radikale oder ähnliches. Letztendlich genau, da wir auch wiederum mit mehr Giftstoffen belastet sind, ist natürlich, das schaukelt sich auf. Eine andere Sache ist, wo tragen denn die meisten das Handy? In der Hosentasche, ja? Ist doch klar. So, was haben wir denn da unten? Reproduktionsorgane, ja? Also der Mann Hoden und die Frau Eierstöcke, es ist genau da in der Nähe. Und aus meiner Sicht ist es nicht zufällig, dass die Unfruchtbarkeitsrate so dramatisch angestiegen ist. Oder auch gerade eben die Krebsrate in Eierstöcke, oder? Auch das, ja, ganz genau. Ja. Und letztendlich ist ja, es geht ja, wir müssen das Giftfass, also die gesamte Belastung, versuchen zu reduzieren. Und das ist ja mein Plädoyer. Wir haben so viel im Griff. Wir können, es geht nicht um Handy nein oder Handy ja, Wireless LAN nein oder ja. Reduktion ist das ganz Entscheidende. Ne? Versuche dir aber bewusst sein, es klar zu machen. Ja? Ist es wirklich notwendig? In vielen Fällen man sagt es nicht. Und dann ist wirklich weniger ist mehr. Versuche es zu reduzieren. Wir sind, glaube ich, beide nicht, dass wir sagen, Sekt oder Selters, nur wie Rohkost oder nicht Rohkost. Du bist gut, wenn du Rohköstler bist und bist nicht gut, wenn du... Nein, darum geht es, bewusst machen. Es geht auf die Lebensenergie, es geht auf die Lebenskraft. Ja, weil die Mitochondrien kennen nur eins, bei Belastung runterfahren. Ja? Und wenn das ist dann der Wegbegleiter für Krankheiten. Das können wir gleich noch besprechen. Sollen wir noch ein paar andere Faktoren, die du im Griff haben kannst? Ich denke mal, wir haben jetzt schon eine gute Stunde. Also ich würde vielleicht noch mal 10 Minuten nehmen, damit die Leute nicht einschlafen, bevor wir dann zur Frage- und Antwortrunde kommen. Machen wir wirklich kurz. Ja. Also Ernährung haben wir besprochen. Die zweiten sind Gifte, Giftbelastung. Die stofflichen Gifte haben deutlich zugenommen. Das ist für mich völlig klar. Wir machen so zum Beispiel Schwermetallteste. Ja, also die Menschen sind sehr stark quecksilberbelastet. Viele Menschen sind quecksilberbelastet, aluminiumbelastet, bleibelastet und noch einige andere Dinge. Wo kommen die her? Teilweise von Medikamente, von der Umwelt, ja, von Zahnfüllungen. Und das Problem ist, bei allen diesen Giften, wir kriegen sie schlicht entgiftet. Ja, die haften im Körper und machen, über das Gift machen sie eine Schädigung der Mitochondrien. Hauptsächlich. Hauptangriffspunkt, weil sie so empfindlich sind die Mitochondrien. Und also diese Giftbelastungen müssen wir uns wirklich angucken. Wir wissen zum Beispiel im Thunfisch, ja, wie viel Quecksilber da drin ist. Die Meere sind voll Schwermetall. So, dann, wir haben einen, Darm spielt eine große Rolle. Für mich ist der Darm extrem wichtig. Ja? Aber Darm ist das Rohr, ja, und damit sind wir bei der Ernährung. Das Erste, was der Darm mag, ist eine gute biologische Ernährung. Ja? Da auch nochmal der Zusammenhang zu glutenfrei, weil ja eben der Kleber die Darmzotten verklebt. Und das auch vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, du kannst vielleicht noch besser erklären, dass halt eben gerade die Nährstoffe nicht mehr aufgenommen werden. Absolut. Ja. Absolut. Nennt man dann die Zöliakie. Das ist aber eine Erkrankung, die eher selten ist. Dieses schleichende Unverträglichkeit, die ist viel, viel häufiger. Was wir aber im Darm auch haben, sind Darmbakterien. Da sind wir wieder in der Gruppe, Mitochondrien sind Bakterien in den Zellen und die Darmbakterien sind Bakterien, also Einzeller aus der Gruppe der Bakterien, außerhalb der Körperzellen, aber in unserem Körper. Und die spielen genauso eine große Rolle. Das heißt, die sogenannte Darmbakterienflora ist eigentlich bis jetzt nicht wirklich gut untersucht, aber sie spielt eine große Rolle, weil dort werden zum Beispiel Stoffe produziert, Vitamine, B12 zum Beispiel. Und wir brauchen auch da die sogenannte Symbiose. Also die Zusammenarbeit. Ne? Total klar. Stress haben wir besprochen. Wir leben in einer sehr stressigen Gesellschaft, wo das zur Ruhe kommen, das einfach mal nichts tun, ne?
das ist eigentlich ein Widerspruch an sich, dass sich hingeben, das weibliche, wir sind im männlichen Prinzip, machen, 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 aber das weibliche Prinzip, okay, sich fallen lassen und empfangen, Botschaften empfangen, ja, das kennen wir nicht so sehr bis jetzt. Insofern, ja, ist schön, wenn Menschen immer mehr aufhören. Zähne habe ich gesprochen, Wurzeltod. Ich habe ein schönes Interview auch in diesem Kongress mit einem Zahnarzt, der einen tollen Rundgang macht über die Bedeutung der Zähne, über die Zahnmaterialien, über wurzeltote Zähne, was da passiert, über die richtige Entfernung von Amalgam. Also das ist, ich bin kein Zahnarzt, insofern kann der Jürgen kann das wirklich viel besser rüberbringen. Ein anderes Thema ist die Halswirbelsäule. Ja, wissen ganz viele nicht, dass wir hier, also der Übergang von dem paar Kilogramm schweren Schädel zur Wirbelsäule, ja, genau, Atlas und Axis, dass dort sehr große Störfaktoren entstehen können. Da gibt es einen Arzt, der heißt Kuklinski, HBS-Syndrom. Und das macht so einen irren Stress, das nennt man den nitrosativen Stress, das will ich gar nicht ausführen, aber der geht wieder voll auf die Mitte schon. Und du kannst hier über eine Störung in diesem Bereich, kannst du eine Organstörung an ganz andere Stelle im Organismus bekommen. Ja. Ursache hier, Auswirkung ganz anderswo. Ja, das ist das Interessante. Ja, das ist, wir sind vernetzt. Ja. Ja, ich hatte mal eine Ausbildung zum Dorntherapeuten gemacht, ja. Wenn ihr das was sagt. Ja, klar. Also auch da, wenn jemand da Probleme oder das Entrichten hat, da sind dann eben Dornmethode von Dieter Dorn, Dorntherapeuten, doch aus meiner Sicht die am besten, um das Ganze zu richten. Hast du noch mehr Faktoren? Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Ja, die ganzen Industriegifte, es geht um Entgiftung. Also das wäre also Ernährung, Entgiftung, Darm und dann halt eben andere Bereiche wie Zähne, Halswirbelsäule. Das muss jeder für sich selber rausblicken. Aber wenn du die Basics schon ein bisschen verbesserst, in der Regel spürst du das in deinem Körper, nämlich anhand von mehr Power. Und Körper und Geist bedingen sich auch gegenseitig. Ja? Wenn der Körper besser funktioniert, funktioniert auch der Geist besser. Und es ist auch meines Erachtens umgekehrt. Ja? Also ich glaube, dass, also ich habe zum Beispiel auch ein Interview geführt mit jemandem, der Schwerverbrecher im Gefängnis war und dann Weibergymnastik gemacht hat, durch Zufall, nämlich Yoga. Und auf einmal hat er sich ertappt, oh, ich bin ja gar nicht mehr mit so einer Fresse rumgelaufen, sondern eigentlich so liedpfeifend. Und dann ist aber über dieses Bewusstsein auch entstanden, aber mein Körper, ja, hey, ich kann das nicht mehr essen. Du kriegst auch ein Gefühl, ey, das kann ich gar nicht mehr essen. Ja, und der ist dann also, hat sich körperlich, seelisch und geistig gereinigt. Das ist eigentlich eine Einheit. Wir sprechen immer vom selben. Okay, ich habe mir zusammenfassend aufgeschrieben, also für die Regeneration unserer Zellen, die dann eben zur Heilung so gut wie fast alle Erkrankungen führen, ist einmal die Ernährung und zwar dann eben die bewusste, ausgewogene, natürliche Ernährung, mit dem sich jeder selber eben beschäftigen soll. Das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, wenn jeder sich da selber beschäftigt und nicht entsprechen. Je mehr man sich einschränkt, indem man einer Ideologie, das sind ja häufig dogmatische Ideologien, anschließt, das kann man machen, ist nicht meine Empfehlung, weil du die Schattenseite nicht berücksichtigt. Es gibt auch immer eine Schattenseite, dass du vielleicht auch mal Lust auf etwas hast, was nach der Lehre völlig katastrophal dagegen spricht. Ja? Und ja, man darf das machen. Man darf auch mal einen Abend eine Flasche Whisky saufen. Muss halt eben nur die Folgen berücksichtigen. Und zudem sind die meisten Organe unseres Körpers Entgiftungsorgane. Jetzt ist dein Sohn noch da. Ja, jetzt kannst du den sehen. Ja, ist okay. So. Und also ich hatte gerade gesagt, die meisten Organe unseres Körpers sind Entgiftungsorgane. Ja. Und wenn wir halt unseren Körper überwiegend intakt und in Gesund halten, dann kann man auch aus meiner Sicht
gerne auch mal gewisse Gelüste nachgehen und die der Körper ohne Probleme verkraftet und einfach wieder ausleitet. Weil es kommt auch darauf an, mit welcher Emotion man etwas isst. Ja? Wenn du mit der Emotion Angst isst, dann isst du die Angst mit. Ja? Wenn du aber sagst, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht so gut, ja, aber ich mache es mit Freuden. Ja, das ist auch wieder so ein Thema für sich. Also wir bereiten auch am liebsten unser Essen selber zu, weil wir dann auch mit einer Fröhlichkeit und Begeisterung rangehen. Die genauso eben aufgenommen wird, in die wir auch mitessen. Da gibt es ja auch die Experimente von der Japaner. Emoto, genau. Genau. Mit dem Wasser, da habe ich auch schon mal ein Webinar drüber gehalten. Also zusammengefasst, Ernährung hatten wir. Dann eben, Stress und Ähnliches abzubauen und auch noch viel mehr die feinstoffliche Ebene, also zum Beispiel über Meditation, Yoga oder Ähnliches. Absolut. Wichtig, um auch andere Bewusstseinssphären eben vorzudringen und wieder mehr Kontakt. Ja. Nicht nur zu unserem Körper, sondern eben auch zum Universum und allem, was wir miteinander verbinden. Du kannst auch sagen, zum lieben Gott oder zum Göttlichen oder zum Prana, zum Chi. Also die Begriffe sind unterschiedlich, aber eigentlich ist es immer dasselbe. Ja. Dann eben auch ein ganz großes Thema, mit dem wir uns auch befassen, hauptsächlich Judith und ich, eben die Entgiftung, also Detoxen. Damit ist auch verbunden nicht nur die Entgiftung unseres Körpers, auch unseren Geist. Also die Verbindung wieder zur Meditation eben doch da, aber eben auch zum Schutz vor Umweltgiften. Absolut. Elektrosmog und Ähnliches, was wir eben auch angesprochen haben. Und dann hattest du natürlich auch noch gerade im Zusammenhang mit den Mitochondrien eben das Thema Atlas und Axis, also die Verbindung, also der erste Wirbel, da wo eben unser Kopf eben aufgesetzt ist. Auch ganz interessant, meistens ist der Atlas eben ein bisschen aus der Bahn, oder man kann sich das ja auch so vorstellen wie ein Hochhaus. Wenn der oberste Stein halt ein klein bisschen nach links ist, müssen es die Steine da drunter, also die ganzen einzelnen Wirbel, eben ausgleichen. Und somit kommt es dann irgendwann halt zu einer Verschiebung der Wirbelsäule und zum Sklerose. Ganz genau. Oder Ähnliches, was eben zu noch mehr körperlichen Belastungen führt. Und außerdem geht in den ganzen Wirbeln gehen ja die ganzen Nervenbahnen ab, die Nervenbahnen der einzelnen Organe und Ähnliches. Und auch gerade da, wo es eben zu Blockaden eben kommt, ist dann auch wieder ein Rückschluss auf den einzelnen Wirbel eben zu sehen. Und da ist auch, hatte ich ja schon angedeutet, interessant die Dorn-Methode, weil damit kann man wieder die Wirbelsäule komplett begradigen. Das ist meistens schon mit der Geburt verschoben, weil halt eben die Erdbeerbaum oder Ähnliches halt da ein bisschen Es gibt den, vielleicht hast du schon mal gehört, den Begriff des KISS-Syndroms. Kopfgelenk-induzierte Instabilität. So. Und das ist vor allem bei Neugeborenen und Kleinkindern. Und das ist ein Arzt in Köln, Dr. Biedermann, der gibt KISS 1 und KISS 2. Die einen gucken, glaube ich, nur so in eine Richtung und das andere ist, KISS 2 ist dann auch noch nach hinten. So, und diesen Dr. Biedermann habe ich auch in meinem Kongress als Interviewpartner. Wir dürfen das nicht unterschätzen, dass kleine Regionen große Auswirkungen machen können. Ja, ganz klar. Ja. So, jetzt haben wir schon eine gute Stunde, 10 Minuten hinter uns und ich weiß, dass wir das Thema ist so groß, da können wir uns noch nicht nur Stunden, sondern auch Tage darüber unterhalten und du konntest auch hier erstmal nur einen Überblick geben, was aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr gut gelungen ist. Aber ich weiß ja schon was, wo man zu dem Thema und auch noch darüber hinaus sehr, sehr ausführliche Informationen bekommt und du hattest das auch schon zu Ende ein paar Mal angesprochen. Es wird von dir ein großes Projekt geben, wo du mehrere
Naturheilkundler, Mediziner und auch Menschen aus mit Erfahrungsberichten interviewt hast zu dem Thema Energie, Heilung, Lebensenergie. Vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da mal einen genaueren Ausblick dazu geben und wann und wie und wo kann ich in diesem Kongress, worum es geht, teilnehmen. Ja, das habe ich jetzt so etwa ein halbes Jahr wirklich sehr verfolgt, weil ich möchte, deshalb bin ich dir auch sehr dankbar, dass wir das Webinar machen, ich möchte einfach dieses Bewusstsein schärfen, dass wir so viel selbst in Selbstverantwortung machen können. Ja, das ist nicht so nach dem Motto, du gibst deine Verantwortung für Gesundheit einem Therapeuten ab. Kein Therapeut kann dich gesund machen. Kein Therapeut kann dich heilen. Das machst du schon selber. Der kann dir helfen, dass du es selber machst. Ja, aber die Heilung kommt von dir, von innen, genau wie die Krankheit ja von innen kommt. So, und ich habe in den letzten Monaten sehr intensiv darüber nachgedacht, wie kann ich das Thema auch interessant gestalten? Ich kann ja nicht Mitochondrien-Kongress machen. Und da habe ich gedacht, okay, ich nehme einen anderen Namen, und zwar Energieheilungskongress. Energie, darum geht es, geht um die Lebensenergie. Und Heilung ist etwas, was ich im Prinzip erklären möchte. Und ich habe mir 18 interessante Interviewpartner rausgesucht, mit denen ich sozusagen deren Ansicht über stoffliche und feinstoffliche Möglichkeiten zu einer, der Titel dieses Kongresses heißt Dein Schlüssel zu ungeahnter Lebenskraft. Und es sind sehr, sehr interessante Interviewpartner. Aus meiner Sicht bin extrem dankbar, dass sie das auch gemacht haben. Also bekannt sind Robert Betz, Transformationstherapie, Byron Katie, die eigentlich weltweit sehr berühmt ist mit ihrer Arbeit The Work, wo du deine Gedanken anhand von 4 Fragen auf Glaubwürdigkeit, auf Ehrlichkeit, auf Wahrheit prüfst. Das ist so einfach. Aber auch stoffliche Ärzte, die über Mitochondrien erzählen, über die Entgiftung, die Chelartherapie, das heißt also Schwermetallausleitung, und aber auch aus dem Leben. Menschen, die, wie zum Beispiel Ralf Brosius, die vor 10 Jahren fast unheilbaren Lungenkrebs hatten und die dann sich über Selbstheilung bis heute, die einfach gesund sind. Das hört sich ja nach einem sehr, sehr spannendes Thema an, sehr, sehr umfangreich. Und man sieht auch, dass du da mit voller Leidenschaft eben drinnen steckst. Aber und es sieht auch danach aus, dass es ein sehr, sehr umfangreicher Kongress ist mit vielen, vielen Persönlichkeiten, die du da eben entdeckt und gefunden und interviewt hast. Und die das Thema auch von diesem Webinar, mit dem wir hier das Thema ja nur anreißen, dann nochmal viel umfangreicher ins Detail reingeht, beschreibt und viele praktische Tipps und Erfahrungsberichte bietet. Aber wie kommt man jetzt zu diesem Kongress? Also ich denke mal, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch ganz begeistert sind und jetzt hören wollen, wo findet das statt? Ist das in meiner Nähe? Wann findet das statt und in welchem Umfang? Aber weiß es ja, aber vielleicht kannst du es nochmal den Zuhörern in deinen Worten mal genauer beschreiben. Also der Kongress findet im Internet statt. Das ist die beste Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. Und die Webseite ist für den Energieheilungskongress, das ist jetzt überraschend, www.energie-heilungs-kongress.de. Und da findest du schon allein auf der ersten Seite die 18 Interviewpartner, eine Kurzinformation dazu. Und der Kongress, der Zeitrahmen findet vom Freitag, den 10. Juni bis Sonntag, den 19. Juni statt. Und jeden Tag werden 2 Interviews zu sehen sein für 24 Stunden, sodass du also in der Zeit nicht die Fußball-Europameisterschaft guckst, sondern meine Interviews. Und Interviewpartner, 18 an der Zahl. Einer bin ich davon. Das letzte Interview wird mit mir geführt, weil, ehrlich gesagt, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht, diesen Kongress.
Und ich habe für mich selber so viel da herausgezogen, so viel Motivation und auch Dinge von diesen tollen Interviewpartnern gelernt, wie zum Beispiel das Thema Erdung oder ich wusste manche, ich kenne viele Referenten, also viele Interviewpartner, aber das, was sie dann über meine Fragen rausgekitzelt habe, war teilweise mir auch neu. Und ich muss wirklich sagen, das hat mich sehr motiviert und nach dem Kongress werde ich sicherlich sozusagen auch nochmal das Revue passieren lassen und die Reflexion auf meine Lebenskraft sozusagen stellen, weil es ist wie, die Lebenskraft ist für mich wie die Richterskala bei Erdbeben. Ja? Sie ist nach oben offen und man weiß nicht, wo es noch hingehen kann. Und ich bin unfassbar neugierig, sozusagen diesen Kongress auch für mich umzusetzen oder das Wissen aus dem Kongress für mich umzusetzen. Und ja, das macht mir sehr viel Spaß. Und ich glaube, diese Freude und diese Begeisterung und dieses, ja, das, was da wirklich hintersteckt, ja, das wollte ich vermitteln. Und das Entscheidende ist, ich will keinen Arztkongress. Ich will nicht mit lateinischen Wörtern umgehen, sondern ich will, dass du und jeder Teilnehmer etwas mitnimmt, damit er für sich schon sagen kann, hey, interessant, ich probiere mal aus. Ja, das ist so wichtig, einfach neugierig zu sein, mutig zu sein und nicht zu sagen, ja, Lebenskraft, da gibt es bestimmt eine Tablette für und dann nehme ich die ein und dann ist gut. Nein, ist nicht gut. Das werden wir nicht schaffen über Tabletten. Sehr, sehr spannend. Ich hatte auch schon auf deine Seite eben reingeschaut und über einige bekannte, aber auch interessante Interviewpartner gestoßen. Ja. Eine davon ist deine eigene Mutter, die selbst Medizinerin ist und schon über 90. Und dafür bin ich jetzt schon ganz gespannt auf das Interview. Ja. Gerade auch, wie sich die Medizin und so in den letzten Jahrzehnten so entwickelt, weil sie ja da auch mit ihren Eltern eine gewisse Erfahrung mitbringt. Und das ist sehr, sehr spannend, dass du deine eigene Mutter dort mit in den Kongress eingebunden hast. Ich bin da unfassbar dankbar, weil auch über das Interview habe ich Dinge erfahren, die ich von meiner 92-jährigen Mutter nicht wusste. Und sie hat das so frei erzählt und es geht sehr viel um ihre Jugend, um die Vorkriegszeit, um die Kriegszeit und die Nachkriegszeit. So. Und das ist dann natürlich, da ist in Anführungsstrichen ein Wissen oder ein Gefühl, wie man damals gelebt hat. Was war denn zur Verfügung? Wir wachsen hier alle mit dem Internet auf und Handys und was ist auch alle möglichen Dinge. Ja, wie habt ihr kommuniziert? Ja, wir haben uns geschrieben. Ja, ich habe dann auch gesagt, ja, jetzt bitte schreiben, nicht E-Mail oder WhatsApp oder so, sondern ja, ihr habt auf Papier geschrieben, den Brief eingeschmissen und nach einer Woche auf zwei kam die Rückantwort. Das waren andere Zeiten. Ne? Und das finde ich wahnsinnig interessant und ja, das meine Mutter ist ein Interviewpartner von 18 insgesamt. Ja. Sehr, sehr spannend. Also, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn ihr auch alle Informationen, ich gehe davon aus, kostenlos natürlich, von Rudolf verfolgen wollt, dann geht direkt auf die Seite, den Link dazu poste ich hier einmal in die Kommentare mit rein und dann könnt ihr euch da direkt anmelden. Rudolf, wenn die Leute noch, die Zuhörer noch mehr Informationen von dir auch in Zukunft erhalten wollen, wo können sie von dir noch mehr erfahren? Hast du Newsletter oder ähnliches? Ja, natürlich. Also es gibt von dem Mitochondrien-Doktor, den ich am Internet bin, auch eine Webseite www.der-mitochondrien-doktor.de. Wenn man sich da anmeldet, bekommt man dann die Newsletter von dem Mitochondrien-Doktor. Auf YouTube bin ich, mache auch entsprechende Filme. Und auf Facebook, auch als der Mitochondrien-Doktor, bin ich auch sozusagen und gebe die Informationen kostenlos weiter. Ja, vielen Dank, Rudolf. Ja. Ich denke mal, es ist auch schon, wir haben schon lange gesprochen, ein langes Webinar. Wir kommen mal zur Frage-Antwort-Runde. Es sind auch schon viele
Fragen reingekommen. Eine Frage ist gleich von mir. Wie sehen eigentlich deine zukünftigen Projekte aus? Also du hast jetzt also dein großes Projekt, der Kongress steht jetzt kurz bevor. Was planst du danach? Also ich mache auf jeden Fall weiter und ich habe jetzt schon Ideen, wie der nächste Kongress gestaltet werden kann. Und also meine Zukunft sehe ich sehr im Internet und wo ich das eben gesagt habe, also über diese Seiten oder Facebook, sozialen Medien, das halte ich für eine ganz, ganz tolle Möglichkeit des Austausches und des der Information. Mir geht es darum, ein Teil sozusagen Menschen zu erreichen, die neugierig sind und die sozusagen über diese Neugierde etwas für sich tun wollen. Und vielen fehlt ja die Information, die das sortieren. Wir werden zu gemüllt, in Anführungsstrichen, mit Information. Nur, was soll man denn glauben und was soll man nicht glauben? Das ist so, also mein Ansinnen ist das, was ich persönlich für richtig halte, weitergebe. Sehr, sehr spannend. Ja, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bitte euch, eure Fragen in den Chat zu schreiben. Es sind auch schon einige angekommen. Ich, Rudolf, legst dir mal die erste Frage von dem Peter durch. Also Peter, oder vor natürlich nicht. Peter fragt, wieso hat die normale Wissenschaft die Gene der Mitochondrien nicht beachtet? Das ist eine gute Frage. Das vielleicht will sie es nicht. Also das ist, das, was ich erzähle, ist ja nicht aus irgendwie aus meinem Gehirn raus entstanden. Das sind schon Fakten, aber die Bedeutung dieser Fakten wird bisher nicht in die Wissenschaft, in die Tat umgesetzt. Und da kann man sehr viel spekulieren, warum das so ist. Das, was bis jetzt sozusagen allgemeingültiges Wissensgut ist, soll möglicherweise nicht angetastet werden, weil dann würde unter Umständen doch manche Anschauungen gekippt werden. Und ich glaube nicht, dass eigentlich die Wissenschaft da großes Interesse hat. Ja, weil das wäre ein Umsturz eigentlich im Gedankengebäude. Das Primäre ist, es ist ein Gedankengebäude. Es ist etwas, was nicht kompatibel ist mit der Anschauung der heutigen Wissenschaft. Alle Informationen sind in den Genen im Zellkern gespeichert. Ja, es ist etwas anderes. Ja? Ist wahrscheinlich eher so die moderne Wissenschaft, wenn sich die Biologie mit der Quantenphysik vereinigt, dann denke ich mal, werden halt eher so eine Themen dann betrachtet. Ja, und dann macht es aber auch, ehrlich gesagt, das ist ja das Schöne, dass dann auch ganz alte Traditionen, alte Kulturen oder Spiritualität, der Glaube, dieses Feinstoffliche und Stoffliche, werden ja in Anführungsstrichen darüber zusammengefügt, ohne dass man jetzt sagt, ey, das ist ein esoterisches Blabla, ja, sondern es ist ja, die Quantenphysik ist die Naturwissenschaft, die am besten bewiesen ist. Ja, man muss es wirklich sagen. Wenn man mich jetzt fragt, und das wird ja mir auch immer, ich will nicht sagen, vorgeworfen, du bist ja gar kein Quantenphysiker. Nein, das bin ich nicht. Aber ich habe ein Gefühl für das, was wirklich Stephen Hawking und wie sie alle heißen, Professor Dürr und alle möglichen Quantenphysiker, Professor Zeilinger und sagen. Ich habe keine eine Formel, die ich euch geben kann. Das interessiert mich aber auch nicht. Sondern was ist die wahre Bedeutung? Was steckt da wirklich hinter? Und dahinter steckt, in der Quantenphysik geht es letztendlich um Information und um Connection, um eigentlich eine Einheit. Dein Schlüssel war einfach ist der in der Naturverbundenheit, wie du halt vom Bauern zum Arzt wurdest. Ja. Und das macht dann einfach den Unterschied aus zu der klassischen Wissenschaft, die versucht, bis ins kleine Detail
die Natur zu kopieren und erstmal zu studieren und die dann aber zu kopieren, und das ist dann der große Fehler. Genau. Ja, und der Bauplan, wie wir in Anführungsstrichen gestrickt wird, du kannst, wie du das gerade schön sagtest, ins Detail gehen. Deshalb gibt es ja dann wirklich Fachleute für die Augen, für die Ohren, für die Haut und so weiter. Ja, aber wir haben einen übergeordneten Bauplan, wo alles erstmal in der Evolution entstanden ist. Wir sind nicht als Mensch sozusagen auf die Welt gekommen, also die Evolution, ja, sondern wir sind die Folge einer Milliarden Jahre langen Entwicklungsgeschichte. Ja. Danke. Kommen wir zur nächsten Frage. Die Katja fragt, wird die Mitochondrientherapie allgemein schon in der Praxis angewandt? Ja, aber es gibt ein großes Netzwerk von Therapeuten, also Ärzte und Heilpraktiker im deutschsprachigen Raum. Das wird auch anderswo angewandt, aber wir sprechen ja jetzt auch Deutsch, also der deutschsprachige Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Belgien, Holland. Und wir tauschen uns aus und es gibt eine Akademie, das heißt Zellsymbiose-Therapie. Und man kann sich da erkundigen, es gibt eine Webseite, die heißt www.akademie-cst.de. Akademie-cst.de. Und ich werde auch häufig gefragt, Mensch, kennst du jemand? Also ich verweise immer auf die Akademie, weil sie dann Adressen und weitere Informationen hat. Ich möchte nicht in irgendeiner Form so Mittler und so ein Gefühl, also der vermittelt Patienten übers Internet. Das mache ich nicht. Nein. Danke. Dann kann ich sogar auch die nächste Frage überspringen, weil du sie mit meiner Meinung beantwortet hast. Die lautete, wo finde ich Therapeuten? Du kannst für meine Umgebung informieren. Dann nehme ich vielleicht die nächste Frage von Markus. Was kann ich schon jetzt selber tun, um meine Funktion der Mitochondrien zu verbessern? Das, was ich ja gesagt habe, ich habe vier Säulen: Energie, stofflich und feinstofflich. Feinstofflich meine ich so unsere Gedanken und das, was wir mit Emotionen ausmachen, auch letztendlich der Glaube oder Spiritualität. Entgiftung, stofflich und feinstofflich. Dann der Darm ist wahnsinnig wichtig und andere Bereiche wie die Zähne, Halswirbelsäule und alle. Noch vielleicht Elektrosmogmeidung und Giftmeidung und diese Dinge. Aber vielleicht erstmal meinen Kongress hören. Ja, weil ich habe ja versucht, so viel möglich relevante Informationen in diesen 18 Interviews reinzupacken, die du sozusagen als Information nutzen kannst, werten kannst und dann für dich umsetzen kannst. Kommen wir zur nächsten Frage. Die Margret möchte gerne wissen, ob du auch praktisch tätig bist, ob du in einer Praxis arbeitest. Ja, das bin ich noch. Ich habe noch eine kleine Praxis westlich von Bonn. Und da bin ich, aber ich muss zugeben, dass ich da nicht volle Woche in der vollen, also nicht die ganze Woche bin. Also da bin ich noch ein bisschen tätig und wer Interesse hat, der soll mich anschreiben. Würde ich sagen. Okay, dann wahrscheinlich über die Webseite der Mitochondrien-Doktor. Ganz genau, ja. Die Kontaktdaten schreibe ich auch nochmal unten. Mit genau. Oder per E-Mail. Genau. Hier ist noch eine sehr interessante Frage von Heiko. Hat das Quecksilber in den Amalgamfüllungen Einfluss auf die Funktion der Mitochondrien? Quecksilber generell hat Einfluss auf die Mitochondrien, nämlich einen negativen. Ja, ganz klar. Genau wie viele andere Schwermetalle und Gifte. Ja, es blockiert Enzyme. Also Schwermetalle verdrängen Leicht- und Übergangsmetalle. Ja, sie heißen nun mal auch Schwermetalle, weil sie einfach ein Schwergewicht sind. Und wenn du dir das bei Menschen anschaust, also ein Leichtgewicht wird von einem Sumo-Ringer weggedrängt. Und damit wird die Funktionsfähigkeit von Enzymen und von den Mitochondrien
deutlich reduziert. Wir sprachen ja über die Schwingungsenergie. Das ist wie beim Sender eines alten Transistorradios. Es führt immer mehr zu Rauschen, zum Stören des Informationsempfanges, und irgendwann sind die Mitochondrien nicht mehr in der Lage, die richtige Funktion aufrechtzuerhalten. Ja, Quecksilber wie andere Schwermetalle sind Gifte für den Körper, und das größte Problem ist, wir kriegen sie nicht gut heraus, weil diese Schwermetalle sind in der Regel lipophil, nennt man das, also die lieben das Fettgewebe, und sie sind doch häufig gespeichert, Organ, also der ganze Körper ist letztendlich lipophil, und die wasserlöslichen Gifte scheiden wir viel einfacher aus, nämlich über die Niere und über den Darm. Und die Halbwertszeit zum Beispiel von Quecksilber ist 30 Jahre, sagt man, im Körper. Nur die Halbwertszeit, also nach 30 Jahren ist etwa das, was du an Quecksilber hast, zur Hälfte erst ausgeschieden. Das dauert relativ lange. Und es kommt ja letztendlich immer wieder Neues herein. Aber auch da gibt es ja sehr gute Entgiftungsansätze. Ein Beispiel ist ja auch Entgiftet, die ja auch aufgrund einer Quecksilbervergiftung schwerwiegende Erkrankungen hatte und dann durch eine erfolgreiche Ausleitung, oder auch Dr. Joachim Mutter, den du ja auch interviewt hast, ist auch ein Beispiel. Vielleicht auch, wurde die Frage war ja mit Quecksilber und Zähnen, also Amalgam. Ja. Ich habe das Interview mit Jürgen Neuenhausen, einem Zahnarzt, und der zeigt, wie eine aus meiner Sicht absolut korrekte Amalgamausleitung erfolgt. Ja, und zwar, dann hat er einen Helm an, ist total geschützt von den Dämpfen. Die Arzthelferin hat einen Helm an, ist auch total geschützt von den Dämpfen. Und der Patient kann ja nicht einen Helm anhaben, weil es soll ja rausgemacht, aber größtmögliche, also der Patient wird auch so abgeschützt, dass der Kontakt mit den Dämpfen und dem Schwermetall auf ein Minimum reduziert wird. Ja, und das ist auch das, was wir oder auch die Judith speziell auch in ihren Artikeln beschreibt. Also wenn Amalgam, wenn das entfernt werden sollte, dann natürlich nur unter Vollschutz. Und da muss man sich vorher informieren, welche Ärzte unter Vollschutz dann noch mit speziellen Bohrern, die halt nicht so hoch frequentiert sind, also nicht erhitzt und die Dämpfe entstehen und mehreren Absaugern und so weiter. Da gibt es nicht viele Ärzte, aber einige, die es tun. Und das Schlimme ist, es gibt aber immer noch zu viele klassische Zahnärzte, so nenne ich sie mal, die erstens noch Amalgam-Füllungen einsetzen, verwenden. Ja. Und natürlich dann, was noch viel schlimmer ist, eigentlich das einfach ausbohren, ohne weiteres. Ja. Das Schlimme ist, die sind ja selber auch davon betroffen. Die atmen ja und die Quecksilberdämpfe ja genauso ein und die Schwestern und so weiter. Genau, die Halshilfe. Also du hast schon recht, der Jürgen Neuenhausen, der Zahnarzt, hat auch gesagt, dass die Lebenserwartung bei Zahnärzten deutlich unterhalb der Lebenserwartung der Normalbevölkerung ist. Habe ich auch schon mal gehört. Und ich kenne selber auch persönlich einen Zahnarzt, den, naja gut. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Und, kommen schon langsam die 2 Stunden entgegen. Wahnsinn. Ich jetzt einfach nochmal 2 Fragen aus dem Chat nochmal vorlesen. Und ich bitte dann nochmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt noch alle eure Fragen rein. Wir werden die sammeln. Und wir machen das so, dass wir diese Fragen in Ruhe oder in der Rudolf in Ruhe beantwortet. Ja, genau. 1-2 Tage Zeit müssen wir dafür geben. Und dann werde ich nochmal eine E-Mail rausschicken mit einer schriftlichen Beantwortung der Frage. Ich denke mal, Rudolf, das ist die beste Lösung, weil wir kommen so viele Fragen rein. Da können wir wahrscheinlich sitzen wir wahrscheinlich noch 1 Stunde und meine Konzentration lässt ja auch langsam nach. Also werde ich noch noch 2 Fragen vorlesen. Ihr
dürft natürlich weiter eure Fragen reinschreiben und wir lesen die dann aus und werden die besonders per E-Mail beantworten. Ja. Verständnis. Aber ich denke mal, dass das auch ankommt. Genau, hier ist noch eine Frage speziell zu deinem Kongress, Rudolf. Wie läuft das dann ab? Wie kann man sich die Interviews anschauen? Ja, das ist auch relativ einfach. Also es gibt ja diese Kongressseite www.energie-heilungs-kongress.de und dort meldet man sich an. Es geht, braucht nur die E-Mail-Adresse, keine Daten, kein nichts. Es ist völlig unverbindlich. Du bekommst dann sogar ein gratis E-Book von mir, nämlich über das Superfood Kurkuma, was ich geschrieben habe, was eine tolle, als Gelbwurz, was eine tolle Substanz aus der Natur ist. Und anhand derer erkläre ich, wie eigentlich, wie das System tickt. Und ja, kommst du auf eine Seite, das ist der Kongressraum, und da sind alle 18 Interviewpartner nochmal abgelichtet, auch mit der Zeit, wann wird das Interview freigeschaltet. Und wenn du auf das Bild klickst, zu dem entsprechenden Zeitraum, 24 Stunden, dann öffnet sich eine Seite und dort erscheint dann das Video. Das musst du mal anklicken. Und also du kannst völlig frei wählen, in welchem Zeitraum, also wann du dieses Interview an dem einen Tag dir anschauen willst. Der Wechsel der Interviews ist immer 18 und 20 Uhr. Ich denke mal, dass das auf jeden Fall zu schaffen ist, zwei Interviews in 24 Stunden. Ja. Und so interessant ist die Fußball-Europameisterschaft nun auch nicht, weil ich denke, das Thema Gesundheit, auch gerade für uns selber und für die ganze Planeten ist viel, viel wichtiger als irgendein Unterhaltungsereignis. Davon habe ich mich auch nicht beeinflussen lassen. Und übrigens, ein Interview dauert nicht länger als eine Stunde. Ne? In der Regel so zwischen dreiviertel Stunde und eine Stunde. Super. Also, ja. Klasse. Also ich freue mich jetzt schon auf den Kongress. Und da müssen wir auf jeden Fall die Zeit nehmen und versuchen, zumindest so viele Interviews anzuschauen, anzuhören. Ja, dann nehme ich noch die allerletzte Frage hier raus. Die Auswahl ist relativ groß. In der ganzen Liste. Hier ist eine Frage, eher eine persönliche Frage an dich, Rudolf. Hattest du in deinem Leben selber schon mal schwerwiegende gesundheitliche Erfahrungen gemacht? Ja, das kann ich ab. Ja, ich bin wirklich durch die Scheiße gegangen, um das mal so brutal zu sagen. Das war eigentlich das Jahr 2004. Ich war beruflich sowieso schon extrem eingespannt in meiner damaligen Hausarztpraxis. Ich habe mich fast kaputt gearbeitet. Eigentlich war da schon das Burnout und die Energie relativ niedrig. Aber ich hatte, ja, ich wollte aus der klassischen Hausarztpraxis aussteigen und bin in ein Zentrum gegangen in Mönchengladbach, habe wahnsinnig viel Geld investiert und habe mir etwas versprochen, wo ich persönlich überhaupt nicht bereit zu war. Ich war noch nicht so weit. Und ich bin da so zwischen die Mühlen geraten und ich war am Ende. Also ich war völlig am Ende und ich weiß, wie es ist, wenn man sich körperlich kaum aufrichten kann. Also man möchte eigentlich nur im Bett liegen bleiben und vor allem dann auch geistig. Ja? Du bist der Körper und dein Kopf, ja, die bewirken sich ja gegenseitig. Ich war absolut eigentlich lebensunfähig und ich wollte auch aus dem Leben scheiden. Also das muss ich wirklich sagen und ich da kommen dann also nicht nur Gedanken, sondern auch Handlungen und ja, irgendwie war das dann aber ein Wendepunkt und ich habe ja erzählt von dem Buch, für mich war das dann sozusagen der Wendepunkt, hinzuschauen, nicht wie schlecht es mir geht, sondern wie finde ich selber meine Schlüssel, um da rauszukommen. Ja. Und offensichtlich ist mir das bis jetzt ganz gut gelungen. Ich fühle mich wohl, ich bin nicht krank. Aber ich bin mir sicher, dass auch mein Weg noch weiter zur ungeahnten Lebenskraft nach oben gehen kann. Ja, das finde ich super positiv, auch vor allen Dingen, ja. Wenn man, also ich glaube nur den Menschen,
die auch aus eigenen Erfahrungen sprechen. Ja. Aber auch interessant zu deiner Geschichte, der Rüdiger Dahlke sagte mal in einem Vortrag, dass 80% der Allgemeinärzte Burnout gefährdet sind oder an Burnout erkrankt sind. Und das sind dann meistens auch genau die oder ist genau die erste Anlaufstelle für alle Burnout-Kranken, die in den Hof kommen. Ja, und man muss sagen, wenn man selber durch die durch den Mist gegangen ist, der hat ein Verständnis, wie andere Menschen sich anfühlen. Das Problem ist, nach Burnout kommen in der Regel Krankheiten, auch wirklich körperliche Krankheiten. Ja. Also die Psyche ist eigentlich, eigentlich die erste Anlaufstelle, mit der wir uns befassen sollten, die Körperebene, wie die klassische die man schon betrachtet. Also psychosomatisch sollte dann im Nachgang sein. Ja, also ich sehe immer beides, es ist dasselbe. Wir sprechen also Psyche und Körper und Geist, ist für mich eigentlich eine Einheit. Und für mich stelle ich immer die Frage, was steht über? Steht eins von diesen Einheiten drüber und das andere drunter? Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Da habe ich noch keine wirkliche Antwort. Wenn ich mich körperlich dann mal reinige, besser ernähre, ja, das hat Auswirkungen auf die Psyche und umgekehrt genauso. Ja. Ich finde, es ist verwoben, es bewirkt sich gegenseitig. Definitiv. Das ist allein schon das, was wir halt im Denken, wenn ich mich halt im tagtäglich mit der Erkrankung beschäftige, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich gering, dass ich die zur Heilung bringe. Wenn ich aber mich mit der Gesundheit beschäftige, macht es einen riesen Unterschied, und da kann man viele Menschen, die genau diese Erfahrung gemacht haben, eine davon ist die Judith, fragen, also die Leute, die sich mit der Gesundheit beschäftigen und nur an Gesundheit denken, die gehen auf den Weg Richtung Heilung. Ganz genau. Deshalb ist auch der Untertitel des Kongresses nicht dein Schlüssel raus aus dem Burnout oder raus aus der Lebensenergiekrise oder so, sondern nicht weg von, sondern hinzu. Ja, das ist eine, also die positive Beschreibung, und ich sehe das alles als sehr positiv an. Ich denke mal, das ist auch eine super Schlusserkenntnis aus diesem Webinar, einfach positiv mit positiv in die Zukunft zu schauen, positiv zu denken, positiv denken, auch zu handeln, und das ganze Negative eben beiseite zu schieben. Ich kann jeden empfehlen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sich den Kongress von Rudolf anzuschauen. Den Link findet ihr hier nochmal im Chat. Ich schreibe ihn gleich nochmal rein. Und da werdet ihr noch viel, viel mehr Informationen über andere erfahrene Persönlichkeiten aus den Interviews von Rudolf bekommen. Und natürlich auch auf der Homepage von Rudolf, der Mitochondrien Doktor. Findet ihr viele weitere Blogbeiträge und auch den Newsletter, den ihr von abonnieren könnt. Ja, dann freue ich mich für die zahlreiche Teilnahme. Bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Rudolf, dass du Zeit genommen hast. Und freue mich dann, also wünsche dir für deinen Kongress natürlich alles Gute, viel Erfolg, dass du viele Menschen wirklich damit erreichst, weil ich finde das einfach eine sehr, sehr wichtige und gute Sache, weil wir selber hatten das 2004 gemacht und wir hatten da wirklich Positives mit erreicht, und ich finde das klasse, dass sich jetzt auch sogar ein Allgemeinmediziner, der natürlich aber in Richtung Naturheilkunde geht, sich damit beschäftigt, und das zeigt, dass auch das Internet mehr erreicht. Und absolut, ja, absolut. Ja. Also die Revolution kommt übers Internet. Ja. Und absolut. Zeitalter mitgehen, und ich denke mal, die Leute können es genauso auch über ihre Handys, also Smartphones und Tablets und überall verfolgen. Ja. Und ja, dann
Vielen Dank, lieber Rudolf. Ah, danke. Ich danke euch, liebe Zuhörer und Zuschauer. Dann vielleicht gibt es in Zukunft von uns nochmal ein weiteres Webinar. Ich würde mich freuen, wenn du dich dafür bereit erklärst. Ja, klar, immer. Ja, selbstverständlich. Ja. Okay, ich wünsche dir auch alles Gute. Danke. Bis bald. Tschö. Ciao. Ciao.